Hallo und herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit mir, dem Max. Und diesmal habe ich mir einen Gast eingeladen, denn Kali verweilt noch in Südkorea. Und deswegen mal wieder mit auf euren Ohren ist der Jan. Hallo Jan. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Jan ist einer von denjenigen, die gerne gemütlich auf der Cine-Couch sitzen, dem Podcast. Er war auch schon ein paar Mal hier bei uns, häufiger fast mit Christian damals noch. Also wir beide haben uns noch gar nicht so oft gesprochen tatsächlich. Das Ende eines Kinos, eine Sonderausgabe war das damals, da warst du zuletzt da. Wir hatten im Horror-Oktober mal Ausgabe 134 Dracula, die mexikanische Variante. Du warst damals mit Christian und Daniel vom Spätfilm beim Terza Visione, Ausgabe 130, Phänomena hattet ihr da, ich glaube am Mainufer besprochen in Frankfurt. Und Christian war damals zu Gast und die Folge ist auch bei uns im Feed gelandet, die 96 Metropolis, Fritz Lang. Das heißt, unsere aufmerksamen Hörer und Hörerinnen, die kennen dich schon längst, aber für alle, die das nicht tun, Jan, stell dich doch, auch wenn ich jetzt schon Cinecouch gesagt habe, mal kurz vor, so dich. Ah, sehr, sehr schön. Oh Gott, da schwelgt man richtig in Erinnerungen. Wobei gerade die letzte Folge war dann natürlich eher ein tragisches Erlebnis. Das Ende eines Kinos hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, hallo, liebe ZuhörerInnen von der Wiederaufführung. Ich bin sehr froh, dass ich mal wieder hier dabei sein darf und auch mit dir mal wieder dann einen Podcast aufnehmen kann. Ja, ich mache seit bald dann 8 Jahren, glaube ich, dieses Jahr wird dann das 8-jährige Jubiläum der Cinecouch sein. Also das ist ein Filmpodcast mit einem zumindest ähnlichen Grundkonzept, denn wir reden in einer Folge in aller Regel über einen Film. In letzter Zeit auch immer mehr eher Klassiker, haben da schon einige Folgen im Archiv, könnt ihr euch gerne mal durchhören, da ist man eine Weile beschäftigt. Ich würde aber empfehlen, mit den späteren Folgen anzufangen und nicht von Folge 1 zu starten, da hat sich doch einiges gewandelt. Das mache ich noch mit Michi und Nils, mit denen ich mal in Mainz studiert habe, Filmwissenschaft. Danach habe ich noch in Frankfurt studiert, war unter anderem bei der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung für eine Zeit lang in der Kinoabteilung, habe da auch ein bisschen was mit dem Archiv so zu tun gehabt, allerdings nur wirklich so reingeschnuppert. Und das teile ich mir noch so ein wenig auch mit dir, Max. Ich bin noch Filmvorführer, so auf Abruf. Wobei ich schon sehr, sehr lange, aber das, ja gut, das betrifft jetzt alle, aber ich habe auch vor Lockdown und allem schon sehr, sehr lange keine 35mm Kopie mehr in den Projektor eingelegt, habe das aber auch eine Zeit lang gemacht und insofern verbindet mich auch noch sehr viel mit genau dem Fokus von diesem Podcast, nämlich dem alten Film. Ja, und mittlerweile arbeite ich bei einem Filmfestival in Wiesbaden, wo ja auch die Murnau-Stiftung immerhin noch sitzt und ja, das ist so der grobe Abriss. Das Filmfestival darfst du gerne einmal nennen. Das Go East ist das, glaube ich, ne? Genau, das ist das Festival des mittel- und osteuropäischen Films. Was hast du gesagt? Das ist Ende März, erscheint diese Folge. Ende April findet irgendwie Go East statt. Ja. Also ist ja vielleicht auch für die HörerInnen hier aus ganz Deutschland natürlich und wahrscheinlich darüber hinaus, aber für die aus Deutschland vielleicht interessanter dann auch, weil selbst wenn Kinos geöffnet haben, was wir mal hoffen, wird es eine hybride Veranstaltung, also wird man auch online auf jeden Fall was mitbekommen können. Den Link kann ich ja dann wieder in die Shownotes packen, hier zum Go East Festival. Ja, du hast gerade schon das mit den Jahren angesprochen. Mir ist auch gerade eingefallen, genau, diese Folge ist dann sozusagen der Start in das 8. Jahr Wiederaufführung. Wir haben dann 7 Jahre hinter uns. Ich habe genau gerade nachgeguckt. Am 22. März 2014 kam nämlich unsere erste reguläre Folge raus. Eieiei, man wird nicht jünger. Bald habe ich graue Haare und muss am Stock gehen. Aber soweit ist es noch nicht, soweit ist es noch nicht, Punkt. Heute geht es wieder in den deutschen Film. Wir sind jetzt schon, ich glaube, der achte Film ist es mittlerweile.
die Reise sozusagen durch den deutschen Film vor, während und ein bisschen auch nach der NS-Zeit. Zuletzt hatte ich ja zum Jahresanfang 21 hier Tanz auf dem Vulkan besprochen und jetzt machen wir einen Sprung ein paar Jahre weiter, gehen schon fast an das Ende der NS-Zeit nach Richtung 43. Münchhausen wird heute im Zentrum der Besprechung stehen. Ja, warum habe ich eigentlich das so mal angestoßen? Ich bin mir selber gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, irgendwo zwischen dem Dokumentarfilm Hitlers Hollywood von Rüdiger Suchsland und so dem Interesse sowieso am deutschen Film. Ich meine, wir haben ja auch im Archiv die eine DEFA-Reihe und auch sonst sind wir schon immer mal wieder abgebogen hier. Natürlich so dieses Erkunden in Anführungszeichen, was haben denn so unsere Vorfahren, unsere Großeltern, Urgroßeltern, vielleicht auch Ururgroßeltern so geschaut und erlebt. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen mit dem Bezug, wie das heute so sich wieder darstellt, manches im Negativen, vielleicht auch im Positiven. Genau, Münchhausen heute und die beiden, die noch ausstehen oder die ich als nächstes dann noch eingeplant habe, so dass die Reihe dann zu einem Abschluss kommt, sind dann Unter den Brücken von Helmut Keutner und Liebe 47 von, oh Gott, bin ich mir nicht mehr sicher, Wolfgang Liebeneiner, glaube ich. Ja, du hast schon ein bisschen erwähnt gerade, du hast ja auch dich in Kinos rumgetrieben und im Gegensatz zu mir hast du auch öfter mit 35mm Film zu tun gehabt. Da ist bei mir im Kino eher sehr selten der Fall. Den Projektor gucke ich mir zwar gerne an, aber ja, ob ich da selber nochmal was eingelegt habe, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, als ich selber noch studiert hatte und ein Praktikum im Kino gemacht hatte, da habe ich das mal immer noch gemacht. Aber sonst ist halt eben digitale Vorführung. Wie würdest du denn so sagen, kennst du dich so aus in der deutschen Filmzeit, also bis 45 und ich überlege gerade jetzt ab wann, ob man schon die Frühphase sind. Ich sag mal so, vielleicht eben ab 33 bis 5, ja, machen wir schon, beschränken wir es mal darauf. Nehmen wir doch mal so einen ganz willkürlichen Zeitrahmen von 1933 bis 1945. ja, gute Frage. Tatsächlich habe ich mich mit der Zeit erst so richtig befasst, als ich das schon mal erwähnte Praktikum oder diese kurze Arbeit, ich habe so ein halbjähriges Praktikum eben gemacht bei der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, im Rahmen meines Masters war das. Und da, ja, also wer die Murnau-Stiftung nicht kennt, der hört wahrscheinlich auch diesen Podcast nicht, aber einfach ganz kurz, das ist eine 1966 gegründete Stiftung eben, die sich vor allem mit dem Filmerbe der UFA, über die wirst du wahrscheinlich dann auch gleich bei der Entstehungsgeschichte zu dem Film das eine oder andere Wort verlieren, die im Grunde die Filme, den Filmstock und die Rechte aufgekauft hat im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland. Damit das ganze deutsche Filmerbe, denn die UFA hat das sehr stark geprägt, damit das nicht ins Ausland irgendwie verkauft wird und damit so auch ein ganzer Kulturschatz verloren geht. Und zu diesem Kulturschatz gehört ja dann eben auch ganz, ganz viel, was heutzutage mindestens mal bedenklich vielleicht ist oder sagen wir mal mit Argusaugen betrachtet und mit offenen Ohren und Augen auch eben gesehen werden sollte, nämlich eben gerade die Filme, die zwischen 1933 und 1945 erschienen sind. Ich habe mich dann ja zum einen damit sehr stark befasst, weil die Murnau-Stiftung hat auch ein Kino und das Filmprogramm ist da so ein bisschen zweigeteilt in, ich sage jetzt mal, Archivpräsentationen, allerdings auch schon digital. Und einem aktuellen Filmprogramm, das ja wie halt so ein kommunales Kino sich an eher so die Programmkino-cinephilen Leute auch richtet, hat sich auch sehr stark aufgeteilt. Wenn zum Beispiel ich auch mittwochs dann später vorgeführt habe, da liefen immer die Murnau-eigenen Filme, dann ist das Publikum so 80 plus. und nicht selten auch Leute, die tatsächlich die Filme schon aus ihrer Kindheit noch kannten. Das ist natürlich ziemlich cool, so dass die da nochmal die Chance bekommen. Und ja, in diesem Zeitraum habe ich mich immer mehr diesem Film auch genähert und habe das vor allem auch diese Chance genutzt, um einige der Filme zu schauen, die nicht so einfach zu bekommen sind. Also Münchhausen ist jetzt auf Blu-ray erschienen, vorher auch schon auf DVDs. Konnte man auch schon im Fernsehen, glaube ich, des Öfteren gucken.
Aber zu diesem Filmerbe gehören auch so Filme wie zum Beispiel, hat man vielleicht schon mal gehört, Hitler, Junge, Quecks oder Jud Süß oder Kolberg. Und zu diesen Filmen hatte ich dann nicht uneingeschränkten, aber doch relativ einfachen Zugriff. Und das war eine wirklich sehr, sehr bemerkenswerte Erfahrung, einige dieser Filme zu schauen und einige sogar im Kino, weil es da doch eben auch mal ab und an so Vorführungen gibt, die ja die sogenannten Vorbehaltsfilme präsentieren mit Einführung und Gespräch danach. Und ja, insofern, es ist noch ein viel zu großer blinder Fleck, der sich aber jetzt auch hoffentlich demnächst bald wieder ein bisschen mehr schließt. Um einen kurzen Sermon hier noch zum Abschluss zu bringen. Ich habe gerade eben im Vorgespräch so eine kleine Audioprobe schon mal gemacht vor dem Mikrofon. Max hat mir nämlich dankenswerterweise die Blu-ray zu Münchhausen zugeschickt. Nicht nur zugeschickt, einfach geschenkt. Hätte er gar nicht machen müssen, damit er mein Interesse bekommt, aber ja, habe ich mich natürlich... Moment, also ich, der Vollständigkeit halber sei erwähnt, es liegt einfach daran, dass ich die doppelt habe und ich werde dann auch gleich erwähnen, warum ich die doppelt habe. Es war nicht unbedingt beabsichtigt, dass ich die grundsätzlich doppelt habe, auch wenn das bei manchen Filmen in der Sammlung vorkommt. Aber dazu dann gleich, werde ich auch gleich drei Sätze sagen. Ja, genau. Mir ist dann ja auch aufgefallen, dass ich den Film schon besitze, aber in einer alten DVD-Fassung, also so Mitte 2000er Jahre, auf jeden Fall nicht in der schönen Restauration. Und wir kommen sicherlich gleich noch zu den Fassungen, die auf der drauf sind. Jedenfalls habe ich mir den Film angeschaut, habe auch das Bonusmaterial durchgeguckt und auch das Booklet gelesen und habe gedacht, Mensch, eigentlich ist das ziemlich schön, diese Edition. Und ich habe schon ein paar von den Monofilmen auch, vor allem aber die Stummfilme. Und jetzt hast du mich dazu gebracht, dass ich noch mal ein bisschen, auch meinen Filmstock aufgestockt habe. Und da habe ich mir zwei Filme, die, ich bin mir gar nicht sicher, ob die bei euch besprochen wurden, Im See und Opfergang. Kann das sein, dass Opfergang, ich das schon bei euch? Opfergang auf jeden Fall. Ich glaube, Im See, in Anführungszeichen, habe ich nur geguckt, aber ich glaube, den haben wir nicht besprochen. Ja. Ich sage gleich auch noch, warum ich mir die beiden Filme geholt habe. Beide von Veit Harlan, der Regisseur von unter anderem Jud Süß, dafür ist er berühmt-berüchtigt. Und dann, du hast eben Unter den Brücken genannt, den habe ich mir auch gekauft. Ist ja auch noch nicht so alt, die neue Digitalisierung. Und Große Freiheit Nummer 7. Auch mit, also auch von Keutner und mit Hans Albers, glaube ich, ne? Genau, richtig. Ja, Opfergang, genau, hast du einen von den vier schon mal gesehen? Alle noch nicht. Okay, alles gut. Neu für mich und aber aus verschiedenen Gründen habe ich mich jetzt für die entschieden. Ja, ich glaube, also Opfergang und Imsee habe ich schon länger, habe ich auch schon gesehen. Den Große Freiheit Nummer 7 haben wir auch schon besprochen hier. Und der, genau, Unter den Brücken steht quasi noch aus, in Anführungszeichen, ja. Genau, eine kurze Nachfrage noch. Du hast gesagt eben, ne, gerade diese Vorbehaltsfilme, Propagandafilme, Hitler, Junge, Quecks, Jud Süß, Kolberg hattest du gesehen. Hast du in Anführungszeichen auch nur diese Vorbehaltsfilme gesehen oder hast du auch ein paar von den, in großen Anführungszeichen, reinen Unterhaltungsfilmen gesehen, die möglicherweise ja so unbedenklich und unterhaltsam sind? Ja, da waren auch so ein paar dabei. Ich habe auch mal ein ganz, ganz kleines Filmprogramm dann gemacht. Da war ich aber dann, weil ich zu der Zeit auch auf der Berlinale zum Beispiel dann war, aber einfach als Zuschauer, lief da aus irgendeinem Grund mein Filmprogramm. Aber da habe ich zum Beispiel Wunschkonzert, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, mit Ilse Werner in der Hauptrolle und unter anderem, also da spielt auch so die Crème de la Crème der damaligen deutschen Filmschauspielstars mit. Und das ist, den Film habe ich dann geguckt. Die Reihe hat sich generell ums Radio gedreht, ja, als Medium. Und Wunschkonzert war eine Radiosendung im Dritten Reich, die wahnsinnig populär war. Hauptsächlich, weil dort auch die Schlagerstars aufgetreten sind. Und Wunschkonzert zeichnet sich dadurch aus, also er steht nicht unter Vorbehalt, aber es ist ein Propagandafilm von vorne bis hinten. Es steckt alles drin, was die Nazis mochten, was Goebbels wahrscheinlich zum großen, breiten Grinsen verleitet hat, bis auf Antisemitismus. Das haben sie sich aufgespart. Mussten sie auch nicht machen, weil im gleichen Jahr kam Jud Süß raus. Also den habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin, hatte ich ja gerade vorhin schon mal eben gesagt, hier Hitlers Hollywood, die Rüdiger Suessland-Doku, das ist so ein, eben das, wo man denkt, ja, okay, alle Filme, die erwähnt werden, müssen natürlich jetzt sofort auf die Liste und die muss man irgendwann mal gucken. Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob
Also wir hatten ja damals die große Freude in Rostock, Hitlers Hollywood, da ist Rüdiger Suchsan vorbeigekommen und haben ja auch eine große Wiederaufführungsfolge dazu noch gemacht. Ich glaube, immer noch eine unserer meistgehörten oder abgerufenen Folgen zumindest. Und ich meine, dass er gesagt hätte, das wäre sozusagen sein Lieblingsfilm, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er diesen Podcast hört und mich dann entsprechend berichtigt, das werden wir dann hören. Nee, ich glaube, er hatte es gesagt. Und genau eben, dass das hier eben ist mit diesem das Pärchen und er muss an die Front, aber übers Radio sind sie da irgendwie in Anführungszeichen gedanklich verbunden mit den Liedern oder sowas, ne? Ja. Oder nee, ich glaube Großstadtmelodie. Ah, ja. Aber Wunschkonzert kommt auf jeden Fall auch vor. Ja, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Hitlers Hollywood dann schon gesehen hatte. Er hatte ja vorher auch noch von Caligari zu Hitler. Also in Anlehnung an die Krakauer. Genau, an Krakauers Text oder Buch. Und ich glaube, ich habe mich noch mehr, wobei es sich wahrscheinlich mittlerweile so ein bisschen die Waage hält, also auch die Zeit vor der NS-Zeit, also noch vor allem eben auch die Stummfilme, da wo auch noch die wirklich großen Regisseure in Deutschland waren, von denen ja sehr, sehr viele vertrieben wurden oder ins Exil gegangen sind, als die Nazis an die Macht gekommen sind. Da liegt natürlich auch so ein großer Fokus. Hast du jetzt auch schon ein paar Filme erwähnt, also Metropolis ja natürlich, der so wie ein Monolith dasteht, hatten wir ja sogar auch schon mal gemeinsam besprochen. Ja, und das sind so auch Sachen, die, dann gibt es ja auch noch in Frankfurt das Deutsche Filminstitut, ist ja auch mein Arbeitgeber, streng genommen. Und in dem Raum hier einfach Frankfurt, Wiesbaden, gibt es dann doch relativ häufig die Gelegenheit auch, diese Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Und das versuche ich dann doch, es gelingt oder gelang mir auch nicht so häufig und das wird hoffentlich dann bald wieder besser, dass man das tatsächlich auch wertschätzt und dieses Angebot annimmt, weil die Filme, jetzt auch zum Beispiel Münchhausen, über den wir heute sprechen, die haben doch schon auch eine gewisse Faszination ausgelöst bei mir. Ja. Im Guten wie im Schlechten. Ja, genau. Ja, also genau, das ist auch so ein Punkt, eben diese Faszination für manche dieser Filme, gerade auch diese Unterhaltungsfilme, ist eben was, wo ich eben auch in Anführungszeichen versuche, so dem nachzuspüren. Ne? Also wir haben ja, wie gesagt, hier schon ein paar Folgen jetzt gemacht hier in dieser Reihe und eben auch festgestellt, ja, manches ist da nicht so wirklich lupenrein oder so, aber es ist eben auch, ja, Unterhaltungskino. Und naja, mal sehen, wie sich das bei Münchhausen dann darstellen wird. Und damit würde ich nämlich auch jetzt so mal zum Allgemeinen kommen. Münchhausen war oder ist ein Jubiläumsfilm, denn die UFA ist gerade oder steuerte auf ihr 25-jähriges Jubiläum zu und da sollte natürlich mal was richtig Großes und in Anbetracht der Tatsache, dass auch die Entwicklung des Farbfilms voranschritt, eben auch was sehr Buntes auf die Leinwand gezaubert werden. Der Film, ich glaube 1941 sozusagen schon beschlossen, den irgendwie umzusetzen, wurde die zweitteuerste Produktion des Nationalsozialismus mit rund 6,5 Millionen Reichsmark. Der teuerste, du hast ihn schon erwähnt, war Kolberg. Und gedreht wurde der Film von 13. April bis 16. Dezember 1942. Hauptsächlich in Babelsberg, sowohl drin als auch draußen. Also das Booklet der Blu-ray gibt eben an, sowohl Babelsberg als Drehort, als auch Uferstadt Babelsberg. Also waren ja anscheinend riesige Fabriken, oder sind ja auch heute teilweise noch riesige Studios, die diese Bonus, wie war es hier, Aquacolor, Mythos, Münchhausen, Mythos, Dings da, ein Mythos in Aquacolor. Da wird ja auch so ein bisschen mal darauf eingegangen, wie das eigentlich da aussieht in Babelsberg. Und es wurde natürlich auch ein bisschen in Venedig gedreht, an Originalschauplatz, sowie in Bodenwerder, der tatsächlichen realen Heimat von Münchhausen. Das ist irgendwie ein gutes Stück südlich von Hannover. War mir tatsächlich im Griff. Ja, ist ein Aquacolor-Film. Das heißt, es geht farbig umher. Du hast ja mit Imse und Opfergang da auf jeden Fall noch zwei interessante Vertreter vor dir. Genau. Was der Grund, warum ich sie gekauft habe. Ja. Ja, ich hatte auch nochmal geguckt. Es gab, hier muss ich mal kurz vorlesen, eine Ausstellung, die hieß Die UFA 1917 bis 1945, das deutsche Bilderimperium, eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums und der Stiftung Deutsche Kinemathek von Dezember 92 bis Februar 93. Und da gab es hier so ein Begleitheftchen dazu, die ich mir jetzt vor ein paar Monaten mittlerweile schon wieder bei eBay mal bestellt habe.
Und da ist auch eine kleine Übersicht nochmal drin zu den Farbspielfilmen bis 45. Und da habe ich auch nochmal geguckt, hier Die Goldene Stadt. Ja, auch ein sehr problematischer Film. Auch wieder Veit Harlan. Ja, ja. Auch schon gesehen. Bei Frauen sind doch bessere Diplomaten, bin ich mir nicht sicher, ob ich den geguckt habe. Das war, glaube ich, der, oder ist hier zumindest in der Aufführung der erste von 41. Mhm. Ja, Immensee und Opfergang. Große Freiheit Nummer 7, Kolberg, Die Frau meiner Träume, Das Bad auf der Tenne, von dem habe ich tatsächlich noch gar nicht so wirklich gehört. Naja, und dann gab es noch so zwei, drei, die erst nach dem Krieg dann fertiggestellt, / aufgeführt worden sind und ein paar sind auch unvollendet geblieben. So, in 42 gedreht, Uraufführung war am 3. März 43, da war schon die Wende an der Ostfront, die Rote Armee hat sich aufgerappelt und zurückgeschlagen und Goebbels hat auch schon seine Rede, seine berühmte Rede gehalten zum totalen Krieg. Das so mal als grobe Einordnung in die Realität oder die Zeit, in der wir uns befinden. Der Krieg ist in vollem Gange. Eigentlich, die Deutschen sind eher an allen Fronten nicht mehr auf dem Vormarsch, sondern werden langsam zurückgeschlagen. Endlich. Ja, möchtest du da irgendwie noch was zu ergänzen? Ja, ich denke, das ist so für das Geschehen, das hast du aber, glaube ich, auch schon bei der letzten Folge erwähnt, es ist natürlich, gerade jetzt auch bei so einem Film wie Münchhausen, ist es vielleicht nochmal ganz bemerkenswert zu sagen, also es werden 6,5 Millionen Reichsmark in eine Filmproduktion gesteckt, während der Krieg in vollem Gang ist. Du hast schon gesagt, die Wende ist eigentlich schon eingeläutet, noch ist auf deutschem Boden, soweit ich weiß, da kein ist ja noch nicht so weit zurückgeschlagen, dass sich die Leute da schon um so direkt die Sorgen machen, aber wahrscheinlich schon die ersten Bombenangriffe. Die Menschen müssen echt stark schon mit Rationen leben und dann kommt da so ein pompöser Film heraus, einer von vielen Filmen, die produziert werden, um auch gerade abzulenken von der Realität. Da steht Münchhausen, würde ich fast sagen, exemplarisch dafür mit seiner Fantastik, die allerdings für den nationalsozialistischen Film wirklich sehr, nicht ganz einmalig, glaube ich, aber es ist zumindest nicht häufig. Es sind schon so realitätsnahe Filme, häufig historische Filme, spielen selten in der Jetztzeit, in der Gegenwart der NS-Zeit. Aber so die Fantastik war auch eher verpönt an hoher Stelle, weil letztlich hat es ja Goebbels, der viele der Entscheidungen selbst getroffen hat. Aber er hat halt sein Okay gegeben für diesen Film zum eben 25-jährigen Jubiläum der UFA. Genau. Damit kommen wir mal zum Stab, also den Leuten hinter der Kamera oder ein paar Leuten hinter der Kamera, längst nicht alle. Regisseur Josef von Barki. Und du hast ja erwähnt, du hast so ein bisschen mal bei unseren Folgen reingehört. Ich habe hier seit einigen Ausgaben Meyers Taschenlexikon, Filmkünstler A bis Z aus dem Jahre 1967 vom VEB, Bibliographisches Institut Leipzig. Also quasi kurz nach Gründung der Monauf-Stiftung. Und wenn die eben einen Eintrag zu diesen Leuten haben, dann lese ich den immer gerne vor, einfach so ein bisschen zu zeigen, waren die sozusagen gerade jetzt konkret eben im Osten der DDR zu dem Zeitpunkt von einem gewissen Rang. Kann man abschätzen, was war es hier, warte mal, A bis Z mit, ich meinte, irgendwo hatte ich mal 400 Einträge oder so gelesen insgesamt. Naja, 900 Seiten, 400 Fotos, naja. Auf jeden Fall eben, ob die sozusagen als bedeutsam angesehen wurden und was da eben so über die steht. So, lange Vorrede, kommen wir mal zum Wesentlichen. Josef von Barki, also der Eintrag eben in Filmkünstler A bis Z. Deutscher Regisseur, geboren am 23. März 1902 in Zombor in Ungarn. Ungarn, meine Güte. Gestorben am 31. Juli 1966 in München. Studierte an der Technischen Hochschule in Budapest, wurde dann Bankkaufmann. Der Lloyd Filmverleih, den er gründete, wurde ein Opfer der Inflation. In Berlin fand Barki Anschluss beim Film und wurde Regieassistent. Seit 1936 war er als Regisseur tätig. Sein umfangreiches Schaffen, sehr unterschiedlich im künstlerischen Niveau, umfasst die verschiedensten Genres. Puh. So, also hatte der Mann quasi, was haben wir jetzt, 21, kurz vor seinem 110. Geburtstag, 109 Jahre wäre er jetzt alt ungefähr. Jan,
Hast du denn mal geguckt, was der so für Filme gemacht hat und kennst du davon vielleicht welche? Das habe ich tatsächlich nachgeschaut und ich kannte noch keinen von ihnen. Also der Name war mir ein Begriff, aber ich glaube hauptsächlich wegen genau diesem Film, wegen Münchhausen. Obwohl ich den, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber Münchhausen habe ich vorher auch noch nicht geguckt. Ja, also ich habe auch festgestellt, so, ja, das meiste kenne ich nicht. Aber ein Film, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn gesehen habe, aber der ab und zu mal bei uns von unserer Kollegin ins Kinderprogramm geholt wird, ist Das doppelte Lottchen von, ich glaube, 1960. Mal gucken, was sagen die hier? Die haben das gar nicht dazu stehen. 1950, siehst du, glaube ich, um 10 Jahre vertan. Das doppelte Lottchen, Nachkriegsfilm. Da habe ich mindestens mal reingeguckt, behaupte ich, aber ich weiß es auch nicht so richtig. Und eine Edgar Wallace-Verfilmung, Die seltsame Gräfin von 61. Und den habe ich anscheinend schon mal gesehen. Ich habe jetzt nicht die konkrete Erinnerung daran, aber ich habe ihn bewertet auf diversen Portalen. Also muss ich ihn schon mal gesehen haben, ja. Aber sonst habe ich auch eben so es mal so ein bisschen einfach nur überflogen und gesehen, aha, okay, kenne ich nicht und so weiter. Ja, und mit Das doppelte Lottchen haben wir eine gute Überleitung zum Drehbuch. Denn Das doppelte Lottchen ist in der Vorlage von niemand Geringerem als Erich Kästner. Und der war eigentlich in dem Nationalsozialismus mit einem Berufsverbot belegt worden. Jedoch wurde ihm von der Reichsfilmkammer extra für Münchhausen eine Arbeitserlaubnis erteilt. Und so konnte er unter dem Pseudonym Berthold Bürger, möglicherweise eine Anspielung auf Gottfried August Bürger. Das ist nämlich jemand, der ursprünglich im, ich glaube, 18. Jahrhundert mal angefangen hat, ein bisschen was zu Münchhausen niederzuschreiben, so ein paar Abenteuer. Vielleicht hat es aber auch mit Bertolt Brecht so eine Nähe, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war das das Pseudonym, unter dem er das Drehbuch geschrieben hat. Letztlich ist er aber auch nicht im Vorspann erwähnt. Und natürlich hat auch Erich Kästner einen Eintrag bei Filmkünstler A bis Z. Da muss ich mal schnell noch dahin blättern zu der Seite. Und dann heißt es da nämlich: Erich Kästner, deutscher Schriftsteller, geboren am 23. Februar 1899 in Dresden, begann seine schriftstellerische Tätigkeit als Kritiker und gehörte linksgerichteten Kreisen des Bürgertums an. Nach dem Studium der Literaturgeschichte und Philosophie war er Redakteur an der Neuen Leipziger Zeitung. Später war er als freier Schriftsteller auch Mitarbeiter der Weltbühne, der Frankfurter Zeitung und anderen. Während der Zeit des Hitlerfaschismus durfte Kästner erst nach mehrjährigem Schreibverbot als Drehbuchautor tätig sein. Seit 1945 ist er in München ansässig. Er ist durch seine satirischen und zeitkritischen Gedichte und vor allem als Autor zahlreicher Kinderbücher international bekannt geworden, ferner als Verfasser unterhaltsamer Spielfilme. Kästner gehört zu den humanistischen Schriftstellern, die sich bei antimilitaristischer Grundhaltung mit Vorbehalten der bürgerlichen Gesellschaftsordnung angepasst haben. Das ist auch so ein kleiner Grund, warum ich dieses Büchlein mag, weil man da natürlich auch eine stark ideologische Färbung durchkommt. Das ist echt ein schönes Zeitdokument, ja. Ja, ich hatte bei der letzten Folge bei Tanz auf dem Vulkan, da war bei nach Gustav Gründgens waren noch so ein, zwei falsche Credits sozusagen vermerkt, aber nee, also hier sowas wie der zu den humanistischen Schriftstellern mit antimilitaristischer Grundhaltung, die sich mit Vorbehalten der bürgerlichen Gesellschaftsordnung angepasst haben. Ja, bei Erich Kästner kenne ich auf jeden Fall, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, habe ich im Nachhinein festgestellt, so ein paar von den Büchern hier, Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton, Das fliegende Klassenzimmer, Konferenz der Tiere, sind also mindestens alles bekannte Titel für mich. Ich behaupte, Konferenz der Tiere bin ich mir relativ sicher gelesen zu haben. Emil und die Detektive habe ich auch gelesen. Bei den anderen beiden weiß ich es gar nicht so genau. Vielleicht mal vorgelesen, aber Kindheitserinnerung, wer weiß das schon noch so genau. Wie ist es bei dir, was so die literarischen Geschichten von Kästner angeht? Weiß ich ja, ich glaube, wenn auch eher vorgelesen bekommen. Also Pünktchen und Anton kommt mir noch so vage bekannt vor. Emil und die Detektive möglicherweise selbst mal so als 10-, 11-Jähriger in der Hand gehabt. Keine Ahnung, ob ich es fertig gelesen habe. Aber natürlich kennt man so viele der Verfilmungen. Und also Emil und die Detektive wurde ja etliche Male zum Beispiel verfilmt und gehörten dann irgendwie in dieses ARD, ZDF. Vormittagsprogramm an zu Feiertagen, so ein bisschen wie die Astrid Lindgren-Verfilmungen. So habe ich so irgendwie in Erinnerung. Ja. Ja, genau. Ja, und
Hier vielleicht auch mal schon, weil ich hatte Gottfried August Bürger erwähnt. Ich hatte auch, oder ich habe mal kurz so bei Wikipedia reingeschaut, Münchhausen, weil ich es überlegt habe. Ja, also Münchhausen an sich ist mir so ein Begriff, aber woher eigentlich, oder beziehungsweise wer hat da eigentlich was geschrieben? Hättest du oder könntest du so aus dem Stand sagen, wo sozusagen literarische Wurzeln liegen? Oder ist das für dich auch eher so ein Aha? Das ist so ein stehender Begriff. Also Münchhausen-Geschichten irgendwie, ja. Aber ich habe jetzt auch bei Wikipedia mir mal die bekanntesten Lügengeschichten so durchgelesen, die sind da aufgelistet. Ja. Einige von ihnen tauchen hier im Film auch auf. Keine Ahnung, nie gehört. Also ich weiß irgendwie, ja, man kennt so diese Figur und man weiß sofort, es geht um Lügen, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen auch verschwunden ist, was auch so jetzt so der Erziehung. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch etwas ist, was so, ja, hat ja so ein bisschen Märchencharakter und wurde jetzt auch lange nicht mehr so angefasst, ne? Also Terry Gilliam hat, glaube ich, noch diesen, hat einen Münchhausen-Film, ist der fertig geworden? Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das auch eine dieser langen Geschichten war, aber wurde ja auch mehrfach verfilmt, aber das hier ist, glaube ich, auch so der bekannteste dann aus 43. Ja, also kommen wir nachher auch noch mal so ein kleines bisschen noch mal zu, ein bisschen mehr. Aber schon mal das so ein bisschen abgeschenkt. So, der Kameramann, der ist tatsächlich dann auch mal im Vorspann gelistet. Werner Krien, geboren 1912 in Berlin und dort auch dann 1975 verstorben. Bei dem habe ich nur so beim Überfliegen der Filmografie erkannt, die Trapp-Familie und die Trapp-Familie in Amerika, also die, ja, die deutsche Variante von Sound of Music sozusagen oder die, ja, vielleicht näher am Ursprungsort verortete. Sagt dir der Name was grundsätzlich? Hätte man mir jetzt den Namen nur gesagt, hätte ich es nicht gewusst. Ich habe jetzt hier, glaube ich, irgendwie gerade gesehen, dass er wohl bei einem Mabuse-Teil mitgearbeitet hat. Oh, Mädchen in Uniform, 58. Der ist, glaube ich, recht Mit bekannt, ja. Romy Schneider, ne? Ja. Und die andere Dame habe ich gerade vergessen, ja. Genau. Ja, aber ja, genau, habe ich halt auch alle nicht gesehen. Also mir hätte der Name so auch nichts gesagt. Und der andere Name, so in der IMDb ist er interessanterweise auch bei Cinematography gelistet: Konstantin Irmin Chat. Im Vorspann ist er ganz konkret für die Trickaufnahmen aufgeführt. Geboren 1902 in Moskau, gestorben 1977 in München. Und von dem haben wir schon zwei Sachen im Archiv. Der war nämlich bei unserer ersten Folge Frau Mohn schon, also da war er Kameramann. Und bei Ausgabe 147 bei Viktor und Viktoria. Und das ist ja auch, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube auch von 33. Den hatten wir damals auch besprochen. War dabei und ich habe gesehen, er hat auch Die Frau meiner Träume sowie Hallo Janine gemacht, auch hier so NS, also Zeit in der Zeit des NS entstandene Filme, die habe ich hier noch rumstehen, die habe ich auch noch nicht gesehen. Also Hallo Janine ist unter anderem mit Joppi Heesters und da gibt es eben auch so eine Box hier von der Murnau-Stiftung Ja. zugelegt. Genau, sagt der dir sonst irgendwie noch was oder irgendwelche Filme da? Falls du überhaupt geschaut hast, weiß ich jetzt gar nicht, ne? ja, die du eben genannt hast, ich sehe jetzt hier gerade auch noch Hitler, Jung und Queks im gleichen Jahr wie Viktor und Viktoria. Ja, aber natürlich, also hat mit Fritz Lang gearbeitet, ne, insofern. Aber ich, genau, der hat eher die Trickaufnahmen gemacht. Wahrscheinlich ist er auch gerade mit sowas wie Frau im Mond im Gepäck ja, eine der wichtigen Personen im deutschen Film, wie ich das jetzt dieser Reportage, Schrägstrich, Dokumentarfilm, wie ist es jetzt? Was hier mit Dr. Aquacolor, Brühl ein ist, Mythos genau, oder ein so Mythos in hin. Aquacolor. Da wurde auch drauf eingegangen, dass gerade so für diese ganzen Special Effects, wie man es jetzt heute nennen würde, also die Trickaufnahmen, dass die UFA da wirklich nur ein sehr kleines Team hatte und ich glaube, er war da so schon einer der führenden Personen. Es kommt auch noch ein kleiner Nebenvermerk dann, wenn ich bei den Darstellern bin, beziehungsweise bei einer bestimmten Darstellerin, da bin ich dann, weiß gar nicht mehr, wie ich darüber gestolpert bin, aber dazu gleich mehr. Dann haben wir noch die beiden Herren des Schnittes, die sind glaube ich auch nicht in, also der Vorspann ist allgemein recht knapp, was so durch das Team angeht. Das wäre heute so nicht mehr denkbar wegen vertraglicher Vereinbarung, aber beim Schnitt sind angegeben Milo Harbig und Walter Wischniewski. Milo Harbig, wir haben ja einen in Ungarn geborenen Regisseur und jetzt haben wir einen brasilianischen
Editor, der ist 1900 in Porto Alegre geboren worden und 1988 in Nova Petropolis. Ich könnte beide Orte nicht auf einer Brasilienkarte genau benennen, aber genau, eben geboren, gestorben in Brasilien. Hat auch unter anderem bei Hallo Janine mitgemacht und zweimal oder mindestens zweimal mit Detlef Zirk, Douglas Sirk, arbeitet bei Schlussakkord und Zu neuen Ufern. Und zumindest Zu neuen Ufern habe ich sogar schon gesehen. Auch da gibt es eine kleine Box, die Zara Leander Box von der Murnau Stiftung. Also der Name sagte mir auch nichts, aber zumindest bei diesen drei Filmen habe ich festgestellt, aha, ja, sagt mir so ein bisschen was. Und dich jetzt wieder so überfallend, sagt er dir irgendwas, irgendwie die Filme? Da muss ich sagen, da, also Kameramann und Frauen, da bin ich manchmal noch hinterher beim Filmschnitt. Da bin ich wirklich nicht mehr so bewandert. Ja. Ich habe es jetzt gerade nur mal so überflogen. Wischniewski hat auf jeden Fall viel gemacht. Ja, also genau, der ist 1912 in Spandau geboren, 1995 in Berlin gestorben. Und bei ihm, genau, ich habe das auch, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, der mit über 100 Trades. Und ich hatte dann nur so in der in Anführungszeichen Spätphase hier die 1000 Augen des Dr. Mabuse, sagte mir vom Titel was. Mhm. Und 63, der Würger von Schloss Blackmore. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen, aber ist eben auch hier so aus diesem Wallace-Dunstkreis. Ich weiß nicht, ob Edgar oder ob Brian Wallace, aber irgendeiner von denen. Ja, aber sonst war der mir auch kein Begriff wirklich. Und als letztes hinter der Kamera habe ich noch, oder bin ich gestolpert über, weil einfach, wir haben das ja schon dezent angesprochen, ne? Großproduktion und Ausstattung, die Kostüme. Und da war eine Manon Hahn für verantwortlich, geboren 1908 in Breslau, gestorben 1993 in Berlin. Und die hat für Münchhausen über 500 Kostümentwürfe abgeliefert, stand, glaube ich, im Wikipedia-Eintrag. Und die hat ihre Karriere begonnen bei keinem geringeren Film als Amphitryon, aus den Wolken kommt das Glück, den wir ja schon in Ausgabe 174 besprochen haben. Und hat dann auch noch gemacht, unter anderem 7 Ohrfeigen, den habe ich hier noch rumliegen. Auch noch mit Willi Fritsch und ich bin mir nicht sicher, ob mit Lillian Harvey, aber ich glaube schon, das ist noch dieses Pärchen. Und nach dem Krieg unter anderem mit Wolfgang Staudte Der Maulkorb gemacht. Den habe ich auch noch nicht gesehen, aber der ist so bei mir ein bisschen im wegen des Regisseurs so auf der Liste. Sagt dir einer der drei Titel was, beziehungsweise hast du vielleicht gerade nebenbei ihre Seite aufgemacht? Ja, ich habe die Seite aufgemacht. Amphitryon sagt mir was, habe ich hier auch rumstehen, immer noch nicht geguckt. Aber ich sehe hier gerade wieder Mädchen in Uniform und die Fastnachtsbeichte ist ja auch schon ein Klassiker von 1960. Also sie hat schon auch, glaube ich, gerne bunte Kostüme dann, sobald es der Farbfilm im Grunde auch zugelassen hat. Also die Fastnachtsbeichte ist so ein Film, der läuft jedes Jahr bei der Murnau-Stiftung normalerweise, okay, also, weil das einfach auch so ein Kultfilm offensichtlich ist. Also der sagt mir zum Beispiel tatsächlich nichts, aber jetzt schon. Ich weiß nicht, ob er gut ist, aber Götz George spielt mit. Aha. Ob die gut oder schlecht sind, das ist ja eh zweitrangig. Ja, das war es so zum Stab einmal. Und dann habe ich bei den Darstellern, ich habe drei Leute jetzt nur genommen, also jetzt hier zum Beispiel auf dem Cover der Blu-ray stehen Hans Albers, Brigitte Horney, Ilse Werner und Ferdinand Marian. Mhm. Ich habe so bei ein paar Namen im Vorspann auch gedacht, wenn wir dann auch mal so bei der Darstellerliste geguckt, ja, ich glaube, der sagt mir irgendwas und auch beim Gucken so, ah, das Gesicht, kenne ich das? Bin ich auch immer mal wieder so, ich glaube schon und dann, nee, ich habe noch keinen einzigen Film von dem gesehen. ja, Hans Albers ist die Titelfigur, den haben wir, oder Filme mit ihm unter anderem eben bei uns im Archiv, Der blaue Engel, Gold, Die große Freiheit Nummer, oder Große Freiheit Nummer 7, der spielt den Baron Münchhausen und da wir den jetzt schon so oft, sage ich mal, hatten, habe ich jetzt hier auch keine weiteren biografischen Sachen. Wie ist so deine Beziehung mit dem blonden Hans? ja, war mir ein Begriff. Bin mir jetzt gar nicht sicher, müsste ich nochmal genau nachgucken, ob ich schon Filme mit ihm so richtig, also Blaue Engel, aber da spielt er, glaube ich, wirklich nur eine ganz kleine Nebenrolle. Hab nur ein bisschen noch gelesen, also gehört zu den größten Stars der NS-Zeit, aber hat anscheinend sich da schon klug verhalten, hat ja auch relativ schnell nach dem Krieg von den Alliierten wieder die Erlaubnis erhalten zu Schauspielern. Also obwohl er es sich auch einigermaßen hat gut gehen lassen, also hat sehr hohe Gagen bekommen, hat, glaube ich, auch ein sehr schönes Anwesen gehabt, aber so ein Hamburger Jung und ja auch als Musiker, wie viele der großen Darsteller dieser Zeit, es ist ja auch die große Zeit, wo der Tonfilm so richtig geboomt hat,
war auch immer viel mit Musik. Und ich glaube, in Große Freiheit Nummer 7, das ist doch so, gilt so als eine seiner Paraderollen, wo dann noch auch dieser singende Matrose oder sowas ist. Genau, das dann auf der Reeperbahn nachts um 20:30. Und das Lustige ist, ich bei Tanz auf dem Vulkan spielt jemand mit, der auf der Reeperbahn nachts um 20:30 getextet hat. Da war ich auch so, krasser Scheiß. Ja, also ich bin total, also was heißt total, ich mag Hans Albers Filmrollen sehr oder also sein Schauspiel, weil ich immer nicht hundertprozentig sicher bin, ist das jetzt Schauspiel oder ist das einfach so auch die Person Hans Albers, weil er auch, du hast ja M, hast du ja auf jeden Fall auch gesehen, ne? Also da, wenn er so 3-4 Leute auch richtig stark noch Berlinern und so, also er spricht jetzt nicht hamburgisch oder so norddeutsch, so Spitzerstein oder sowas, aber er hat schon so seine ganz eigene Ausdrucksweise und ich finde die total faszinierend und habe eben manchmal das Gefühl, da ist jetzt nicht, also jetzt bei Münchhausen ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber bei manchen Filmen so, das ist jetzt eben Rolle XY, sondern das ist Hans Albers, der zwar diesen Namen trägt von der Rolle, aber das ist eher Hans Albers, der da auftritt, ohne dass ich wüsste, wie der eigentlich privat war und so. Aber also ich bin von seinem Schauspiel total angetan, muss ich unumwunden zugeben zum Thema Faszination eben auch, ne? Ja, ich finde, der hat ein total ausdrucksstarkes Gesicht und sehr markant und eine echt starke Präsenz. Also jetzt ohne schon viel von ihm gesehen zu haben, aber das, was ich jetzt so mir angelesen habe und was zum Teil auch in dieser, in der jetzt schon mehrfach erwähnten Dokumentation, die hier als extra dabei war, da geht es auch eben einmal oder so mehrere Minuten um halt auch Hans Albers so als Figur auch, was er einfach so verkörpert hat. Das ist so ein bisschen, ist wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar, wie wenn man heutzutage Michael Caine besetzt, ja. Also der muss nur eine Szene haben, da weiß man schon, ach, das ist dieser sympathische, ältere Herr, dem kann man auf jeden Fall vertrauen und der weiß schon, worüber er redet. Ja, so. Dann habe ich als einzige Darstellerin hier mal ganz kurz so geguckt, Brigitte Horney, geboren 1911 in Dahlem. Da bin ich mir schon gar nicht mehr sicher, ob das der Ort war, irgendwie Richtung belgische Grenze. Naja, und gestorben 1988 in Hamburg. Die spielt Katharina die Zweite, beziehungsweise ich glaube Katharina die Große müsste das ja sein. Mhm. Und das ist in Anführungszeichen besonders. Ich hatte vorhin jetzt schon angekündigt hier von Konstantin Irmenschett. Die beiden waren nämlich verheiratet, sie und der Trickaufnahmenkameramann von 1940 bis 1952. Das heißt, ja, noch relativ frisch im Verhältnis, so sage ich mal, ne? Zur Zeit des Drehs. Und habe dann auch bei ihr geguckt, also ich war der Meinung, Mensch, der Name, der kommt mir aber bekannt vor, aber ich habe nicht wirklich großartig bei ihrer Filmografie was gefunden. Nacht fiel über Gotenhafen, über den Untergang der Wilhelm Gustloff, den habe ich nicht gesehen, ich habe keinen der Filme gesehen, meine ich, die ja bei ihr aufgelistet waren, aber der sagte mir so ein bisschen was. Und den Namen, ja, wie gesagt, ich bilde mir zumindest ein, der Name wäre mir bekannt, aber anscheinend war dem doch nicht so. Wie ist das bei dir? Ganz genau so. Ist schon super häufig über den Namen gestolpert, aber keiner der Filme sagte mir jetzt so auf Anhieb richtig was. Okay. Ja, und dann habe ich als dritten und letzten Darsteller, möchte ich einmal noch erwähnen, Ferdinand Marian, geboren 1902 in Wien und gestorben schon 1946 in Freising. Er spielt den Cagliostro oder Graf Cagliostro und du hattest vorhin ja auch schon erwähnt, Jud Süß, das ist vielleicht möglicherweise die Rolle, mit der ihn mindestens die Menschen damals wohl verknüpft haben, den Oppenheimer hieß er, glaube ich, ne? Mhm. Ist die Rolle. Und hat aber auch mitgespielt zum Beispiel, und dann sind wir wieder bei Detlef Sierck, in La Habanera, den habe ich zum Glück, oder was heißt denn, zum Glück, den habe ich schon mal gesehen. Dann auch andere weitere Propagandafilme neben Jud Süß, Oben Krüger, aber auch unter anderem wiederum bei Helmut Keutner, Romanze in Moll, mitgespielt. Jud Süß und La Habanera zumindest habe ich gesehen. Wie ist so bei dir mit dem Kollegen Marian? Ja, Jud Süß ist die prägende Rolle. Ich habe mich mit dem Film einigermaßen viel dann eben auch beschäftigt, weil der eben in der Zeit, als ich das Praktikum gemacht habe, lief. Und ich hatte es ja schon erwähnt, da gibt es immer so Einführungen. Ich habe die nicht selber gehalten, aber ich habe quasi der Person, die die Einführung gemacht hat, ein wenig zugearbeitet und habe da so viel recherchiert. Und das ist einfach ein, das ist ein Film, auch wenn man ihn nicht gesehen hat, man muss ihn nicht unbedingt sehen, das vorweg, obwohl er nicht schlecht ist tatsächlich, so jetzt mal so als Film gesehen, aber er
Das ist ja auch einer der Filme, der tatsächlich mit bei den Nürnberger Prozessen, glaube ich, ja sogar verhandelt wurde. Also da war der Veit-Harlan, stand vor Gericht dafür, dass er diesen Film gemacht hat. Da war Ferdinand Marian schon verstorben. Und als er jetzt hier aufgetreten ist, ich hatte den Namen dann im Vorspann gelesen, hab gedacht, mal gucken, wie der spielt. Also es war schon gleich so ein, die Alarmglocke ging los. Und als er aufgetreten ist, dann, du hattest Jude Süß auch gesehen? Genau, ich hatte, oder beziehungsweise der lief bei uns eben mal im Kino für, ich glaube, eine Schulklasse oder so. Mhm. Und da hatte mir die Chefin noch Bescheid gegeben, weil, weiß ich, ah, hier, du bist doch hier so alter Film und so. Und ich so, oh, ja klar, komm ich vorbei. Und genau, gab es eben auch so eine Einführung, hab den dann mitgeguckt. Ich glaube, beim Gespräch kann ich mich nicht mehr dran erinnern, weiß nicht mehr. Aber ja, hab den sozusagen auf der großen Kinoleinwand gesehen. Genau, aber dieses Gebaren als Josef Oppenheimer, ich finde, das hat er hier direkt gleich wieder. Und das, also einfach wie er spricht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht mit Absicht war. Also es liegen schon 3 Jahre zwischen diesen Filmen, aber also Ferdinand Marian hat auch sehr stark unter dieser Rolle gelitten, wenn man so möchte, weil er hat, also er sollte eine scheußliche Figur darstellen, die die Menschen hassen sollen, stellvertretend für alle Juden. Und das ist ihm auf beeindruckende Art und Weise gelungen. Und das hat aber auch seine Karriere zerstört, also eigentlich auch schon während der NS-Zeit. Er hat nicht viele Rollen mehr danach gehabt, aber er gehörte zu denen dann, also er war eben 2 Dinge. Er hat natürlich die Rolle des Jude Süß nur bekommen, weil er nicht so wichtig war für den deutschen Film, aber danach war quasi auch ja berühmt-berüchtigt dadurch. Und es spielt so sehr viel mit und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand zu der Zeit das nicht mit im Kopf hatte, dass da jetzt der Jude auftritt. Ja, ja. Jude Süß war 40, ne? Mhm. Warte, na okay, 42, dann den Dreh holen. Naja, ja, doch, das wird schon. Also ich gehe auch davon. Ich habe auch so überlegt, okay, ist jetzt natürlich schon wieder ein paar Jahre her, dass ich den Film im Kino gesehen habe, Jude Süß, aber gefühlt ist das so, der kommt halt rein zur Tür da. Ja. Und ist sofort so, ja, das ist ja wieder so. Genau. Aber dazu später mehr, weil das ist, glaube ich, auch eine der interessantesten Figuren in diesem Film. Und zum Thema Jude Süß noch kurz abschließen. Also ich finde, das ist zum Beispiel für mich einer dieser Punkte, wo ich eben sage, es ist schon nicht, ja, nicht schwer. Es ist nicht verkehrt, den gesehen zu haben. Der ist einfach auf einer filmischen Ebene, ist es einfach ein extrem gut gemachter Film, finde ich. Ja, umso schwerer wiegt das dann eben, dass der für die Zwecke oder für welche Zwecke er dann eben gemacht ist. Eben so diese Propaganda und dieser Hass und diese menschenfeindliche Ideologie, die da dahinter steckt. Aber auch ich konnte mich dem nicht entziehen. Und ich finde, also das ist mir immer so relativ wichtig, dass man einerseits sagt, ja, ist halt widerlich, was da so verhandelt wird. Aber dass man gleichzeitig auch anerkennt oder festhalten muss, das ist, die wussten schon, was sie taten und wie sie das taten. Um das eben nicht vielleicht zu sagen, das waren irgendwie alles Stümper oder so. Nee, die waren schon eben sehr organisiert und hatten ihre Ziele und wussten, wie sie da zu diesen Zielen kommen konnten. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt genau den Punkt trifft, den ich so machen wollte, aber ich glaube, es ist grundsätzlich nachvollziehbar. Also ne, dieses, das Können war da und wofür es dann eben eingesetzt wurde, ja, das ist halt ziemlich scheiße. Mhm. Aber es ist filmisch, kommst du an dem eigentlich nicht vorbei komplett. Gerade, also mindestens in der deutschen Filmgeschichte, als dann eben auch so, ja, mit dem Scheiß, den er so da eben propagiert. Ja, aber vielleicht sogar ein ganz guter Übergang, ne? Also ein Film, der wahnsinnig belastet ist. Also sowas wie Jude Süß, aber du hast auch schon andere genannt, Oben Krüger ja zum Beispiel auch. Also auch die Filme, die man heute so als Vorbehaltsfilme kennt, oder wenn man sie nicht kennt, dann kennt man jetzt den Begriff. Die per se nicht verboten sind, sie sind nicht auf dem Index, aber sie werden eben nur unter speziellen Bedingungen gezeigt. Und du hast es auch schon erwähnt, so die, auch gerade die große Mehrheit der Filme, die ja in der NS-Zeit entstanden sind, sind aber Unterhaltungsfilme. Und dazu gehört ja Münchhausen auch. Und ich weiß nicht, ob du auch die Folge von Ein Filmarchiv hören konntest, die ja auch über Münchhausen gesprochen haben. Insofern, wenn das jetzt nicht unter, wie sagt man dazu, so Wettbewerbsausschluss
Feld, ja, der andere Podcast, der andere sehr, sehr, sehr gute, empfehlenswerte Podcast über eben Filme aus Filmklassiker und Filme vergangener Tage und Jahre, Jahrzehnte. Die haben auch über den Film gesprochen und da war so ein starker Fokus darauf, dass Münchhausen so ein bisschen freigesprochen wird, wie viele andere Filme auch dieser Zeit, so von. Also im Booklet, ne? Also das bei der Blu-ray-Veröffentlichung. Mhm. Genau, ja. Das. Genau, dass der Film so unbelastet wäre oder dass man ihn unbelastet gucken könnte. Und ja, ist das so? Ja, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Minuten ergründen. Also, wenn wir jetzt gerade dabei sind hier bei dieser Blu-ray-Veröffentlichung, also ich habe das Booklet auch gelesen, mhm. eben einmal von der Anke Wilkening, die war für die Farbrestauration oder Restaurierung zuständig, ist eben entsprechend auch der Text im Booklet, bezieht sich eben eher auf ja, die Geschichte des Filmmaterials, sage ich mal, und dann eben das Thema Farben. Und der zweite Text ist von Guido Altendorf, der hat auch, glaube ich, auch schon mehreren, oder es taucht immer wieder mal auf. Ich weiß nicht, sind das eigentlich Namen, die dir vielleicht was sagen? Kennst du die vielleicht sogar persönlich? Also Anke Wilkening kenne ich persönlich, weil die quasi im Büro nebenan, oder was heißt, nebendran waren auch die Schnitträume zum Sichten. Und vielleicht, wenn wir da auch dann nochmal zu den Farben kommen, ich glaube, das war auch noch ein Punkt, ne? So Aquacolor, vielleicht nochmal so ein bisschen was noch zu sagen, kann ich auch noch was aus erster Hand erzählen. Ja, also das ist die hauptsächliche Restauratorin von der Murnau-Stiftung. Genau, also weil ich das auch mal gut finde, wenn man das mal so mit ein paar Namen verknüpft. Natürlich hat man irgendwie Murnau-Stiftung steht immer oben drüber, aber eben sowas wie Anke Wilkening und in dem Zusammenhang erwähne ich dann auch gleich noch Frau Barbara Flückiger, die nämlich, jetzt geht's wieder los, ich habe es nicht mehr nachgeschaut, ich glaube Züricher Uni. Genau, ja. Und da eben ganz viel forscht und ich kann mich auch da noch ganz leise eben erinnern, Rüdiger Suchsland, der so, ja, mit einem leisen Unterton eben so bei Opfergang monierte, naja, er ist mit der Restaurierung ist das, glaube ich, ne? Ja, wahrscheinlich. Ist er so leicht unzufrieden oder er ist der Meinung, dass so, wie sie es bei Hitlers Hollywood eben haben, ein bisschen besser getroffen wäre mit den Farben oder dass er da eher wäre, aber das sind eben, ist dann immer die Frage, woran kann man sich orientieren, was hat man für Vorlagen, was hat man für Vergleiche, ich stecke da sowieso nicht so tief drin. Genau, also Anke Wilkening, die schreibt eben eher ja, politisch unbelastet, sage ich jetzt mal, den Text hier und dann eben der Guido Altendorf, der guckt so einmal eben Thema Beteiligung Erich Kästner und ja, auch ein bisschen mehr so die Umstände, ne? Aber was du gerade sagtest hier, also ist es überhaupt kein Problem, andere Podcasts zu erwähnen, den Filmarchiv hätte ich auf jeden Fall am Ende noch erwähnt, einfach, ne, wer noch mehr hören möchte. Oder vielleicht auch schon gehört hat, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Schnittmengen gibt bei der Hörerschaft, was so, wenn man sich für alte Filme interessiert, dass man sowohl bei uns immer mal reinhört, als auch beim Filmarchiv oder weiß ich hier, Klassiker-Fable, die Klassiker der Filmgeschichte von den Kulturpessimisten, gibt es ja so einige und oder die Cinecouch auch. und das hatte ich jetzt gerade, die Blu-ray. Achso, genau, und freu dich mal bei Opfergang. Ich weiß nicht, ob du die schon ausgepackt hast. Also da habe ich noch viel härtere Probleme mit, weil ich mich entsinne, dass im Booklet irgendwie ist, die großen Klassiker der UFA oder so, die schönsten Stars und sonst was. Und ich denke mir so, Alter, das ist hier tiefster brauner NS-Sumpf. Und so wird das beworben. Also das ist jetzt tatsächlich dann weniger gegen die Murnau-Stiftung jedenfalls, sondern da ist es ja eher Concord, wo das erschienen ist, wo ich mir da denke, das ich damals eben, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch in der Folge zu Hitlers Hollywood, ob ich das da so ausspreche, aber es kann sein, habe ich nicht mehr nachgehört, weiß ich nicht mehr. Also, dass du einerseits hast, klar, okay, das ist ein Label, die müssen auch irgendwo ihren Umsatz machen, aber ich weiß oder ich bin der Meinung, das ist nicht der richtige Weg, solche Filme so zu bewerben. Also da habe ich schon, ich bin zwar derjenige, der es auf jeden Fall fast kauft, weil ich mich für diese Filme interessiere, aber ich habe mir so gedacht, ey Leute, Alter, das ist hier 43, 44, 45 und auch wenn es vielleicht nicht offen propagandistische Filme sind oder sonst was oder in Anführungszeichen, wieder diese großen Anführungszeichen nur Unterhaltungsfilme, möglicherweise auch nicht, die so zu bewerben, also das, ja, nee, da habe ich damit deutlich größere Probleme als vielleicht eben mit den Texten hier bei Münchhausen, wobei ich auch grundsätzlich zustimmen würde, dass man natürlich auch da vielleicht kritischer noch betrachten könnte. So, jetzt darfst du auch noch was dazu sagen. Ja,
vielleicht nochmal genau zu dem, erst nochmal zu diesem Text, der auch etwas mehr Platz hat in dem Booklet, der von Anke Wilkening. Das ist ja sowas von Provenienzforschung quasi. Also sie geht so der Spur nach. Das ist eigentlich etwas, das ist wahrscheinlich vielen ZuhörerInnen hier auch bewusst, aber vielleicht anderen auch nicht. Das ist extrem spannend, wenn man auf diese Spurensuche gehen muss nach den Filmkopien, die noch übrig geblieben sind, weil die auch gerade Filme von vor der NS-Zeit und aber auch gerade währenddessen, die tauchen überall wieder auf. Das war auch etwas, was wir bei Metropolis zum Beispiel natürlich besprochen hatten, wo es ja diesen Sensationsfund, ich glaube, in Argentinien gab, wo man sich auch denkt, wie kommt denn nach Argentinien eine 16mm-Fassung von dem Film, die es nirgendwo anders noch gibt. Also es ist, das finde ich schon auch sehr spannend und es wird auch sehr gut, finde ich, dargelegt, wie im Knappen, wie so eine wieder zusammenführen und was für Mittel man an die Hand genommen, Hand nehmen kann überhaupt, um dem wieder auf die Spuren zu kommen. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr faszinierend und deswegen diese Arbeit finde ich auch toll. Auch wenn ich nicht immer mit, ich glaube, Anke Wilkening hat eher so einen Ansatz von, oder sagen wir es mal anders, bei dem Film fällt es mir auch jetzt nicht so ganz stark auf, aber es gibt ja die Restaurierungen auch von zum Beispiel den großen Hollywood-Studios, wo jeder Kratzer, wo die Bilder so glatt gebügelt werden, eigentlich als wäre der Film heute entstanden. Und da kann man vielleicht kritisieren, so sah der niemals aus. Oder wenn die Regisseure noch dabei sind, die machen ihn jetzt irgendwie so, wie sie ihn gerne mal gehabt hätten und jetzt können sie es halt. Also der Film wird verändert. Aber auf der anderen Seite kann man eben auch sagen, naja, sie bringen halt quasi so aus ihrer Erinnerung oder wie man es wieder zurückverfolgen kann, die Filme so raus, als würde man die Filmkopie zum ersten Mal einlegen und sehen. Dann hat die ja auch noch, ein Film kommt ja nicht mit Kratzern auf die Welt. Und bei der Monastiftung ist gerade das, dass man so dem Film auch seine Spuren anerkennt. Das wird, glaube ich, zum einen aus Kostengründen, aber es ist schon auch eine Philosophie und da gehe ich nicht immer ganz mit klar und d'accord. Aber ich finde es auf jeden Fall, es ist etwas, was sehr stark durchgezogen wird. Insofern ist es auch wieder vollkommen in Ordnung. Das ist schon mal etwas, was ich nur ans Herz legen kann, wenn man sich die Blu-ray also zulegt, dann auf jeden Fall auch ins Booklet reinschauen. Genau, und bei dem anderen Text, ich habe den erst gelesen, nachdem ich den Film geguckt habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich ebenfalls. Ja, ist wahrscheinlich auch der bessere Weg und man macht sich da schon so ein paar Gedanken und ja, es ist dieses, was man auch viel so in der Filmwissenschaft mitbekommt, auch immer mal wieder, es ist diese Schwelgen, weil ich meine, die Leute, die das beruflich machen, das sind halt auch total die Cinephilen und die gucken vielleicht manchmal auch mehr auf den Film aus so einer versuchen es zumindest so werkimmanent, also eben die Umstände nicht so sehr mit reinzulesen, aber es ist ein Film und jedes Kunstwerk entsteht ja nicht im Vakuum, sondern immer im Zeichen. Gerade diese Zeit. Filme nicht, ja. Ja, genau, und gerade bei den NS-Filmen fällt es halt sehr besonders auf, gerade weil man sich sehr viel in Deutschland damit auch auseinandersetzen muss oder sich auch gerne vielleicht manchmal mit auseinandersetzt oder es auf jeden Fall gut ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und dann fallen einem vielleicht aber auch Sachen sehr viel eher mal auf als in einem vergleichbaren US-amerikanischen Film dieser Zeit, die vielleicht auch eine kriegsbejahende Note mal haben, aber ja, es ist vielleicht auch hier ein bisschen, ne, die Sieger schreiben die Geschichte und entsprechend gucken wir mit anderen Augen heute auch auf solche Thematiken und bei anderen guckt man ein bisschen mehr weg. Oder bei anderen fällt es einem einfach nicht so stark auf, aber die Filme dieser Zeit sind einfach auch sehr stark politisch gefärbt und trotz eines Erich Kästners, eines, wie war es, Humanisten im bürgerlichen das ist der bürgerlichen Ordnung irgendwie so unter Vorbehalten angepasst hat. Ja. Es ist ein Film voller Widersprüche, finde ich. Und das kommt in dem Text nicht ganz so gut raus. In der beiliegenden oder in dem Extra, der Dokumentation, finde ich, wird das ein bisschen schöner herausgearbeitet an einigen Punkten. Manchmal auch noch ein bisschen zu positiv, meiner Meinung nach, weil man den Film vielleicht auch einfach aufgrund seiner Machart so ein bisschen einfach reinsprechen möchte, weil man da denkt, also, guck doch mal, was sie gemacht haben und das ist doch Wahnsinn für die Zeit, für die Mittel, die man hatte.
Und das stimmt ja alles auch. Aber ich, ja, es ist ein Film, bei dem man sehr genau auf, vielleicht gerade deswegen, viel genauer hingucken muss. Und beide Seiten gewichten sollte. Also, Erich Kästner hat schon viel reingebracht, was auch kritisch ist. Und viel ist tatsächlich übrig geblieben. Das ist schon bemerkenswert eigentlich. Gerade für die Zeit, 43 dann. Aber vieles andere musste er auch so, war glaube ich klug genug, um das so zu entschärfen, dass es eben doch auch noch dem politischen und ideologischen Geist entspricht. Ja, das ist schon richtig. Ich glaube, das ist, also du hast ja auch schon so angedeutet, ne? Also es sind häufig so Filme, bei denen du oberflächlich, also die kannst du einfach oberflächlich gucken und sagen, ach, ist doch spaßig, hat doch Spaß gemacht, wo ist das Problem so ungefähr? Ne? Ich meine, der ist jetzt hier auch ab 6 Jahren freigegeben. Ne, sowas ist ja auch manchmal so eine Sache, wo man drauf gucken kann, was so die Altersfreigaben angeht. Das ist bei Opfergang ist glaube ich ab 12, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auch so, wo man drüber so nachdenken sogar kann. Sogar ab 6. Ne? Ist, genau, so, also man auch so, okay. Ne, also es ist, oder andersrum, es ist leicht, die als Unterhaltungsfilme zu schauen und zu erleben. Und vielleicht eben genau gerade deswegen ist es vielleicht auch so wichtig, dass man eben sagt, Moment mal, ist das denn alles so sorgenfrei und unkritisch auch guckbar? Oder sind so Sachen, bei denen man dann sagen sollte, na, hier haben wir aber eine nicht so ganz leicht zu lösende Stelle oder sowas. Also das, ja, also ich habe das bei Tanz auf dem Vulkan zuletzt, hatte ich das auch so, wo ich denke, so manches, das wirkt wie offene Revolution in Anführungszeichen oder Aufruf gegen die Herrschenden gerade. Und dann denke ich mir aber, ja, okay, jetzt habe ich hier gelesen, der wollte eigentlich schon seit 15 Jahren diesen Film machen, also eigentlich noch in der Weimarer Republik. Also man sollte sich das vielleicht ursprünglich gegen die Weimarer Republik richten und nicht gegen die jetzige. Aber ja, der schöne Satz, es ist kompliziert. Ich hatte einen Text noch gelesen, hier Reklam, Stil, Epochen des Films, der NS-Film. Von den hat geschrieben Thomas Köbner den Beitrag. Da weiß ich gar nicht, ist das vielleicht auch von dir mal ein Dozent gewesen? Nicht mehr, nee, der ist dann schon in Berlin gewesen. Aber das ist der Gründer der Filmwissenschaft in Mainz, ja. Genau, also ich bin nicht so der Meinung, der ist relativ, der hat das hier auch mal noch so ein bisschen auseinandergenommen gehabt. Damit ich so tun kann, als hätte ich mich hier belesen und wüsste Bescheid. Das ist noch erwähnt. So, nun haben wir hier knapp eine Stunde schon wieder auf der Uhr. Ich komme mal ganz kurz zum Inhalt des Films. Es sei denn, du hast das dringende Bedürfnis, den irgendwie zusammenfassen zu wollen, den Film. Ich kann nein. Okay. Okay, pass auf, ich mache meine Zusammenfassung, dann kannst du sagen, ob du deine noch machen möchtest. Oh, okay. Ob wir es den Zuhörern zumuten wollen. Ja. Also, der Film schildert die Abenteuer des Baron Münchhausen, vornehmlich im 18. Jahrhundert. Es gibt eine Reise an den russischen Hof, an den türkischen Hof, nach Venedig und schließlich sogar auf den Mond. Punkt. Möchtest du noch irgendwie den Inhalt zusammenfassen? Oder wo hättest du den Schwerpunkt gelegt? Hättest du nicht so weit erzählt? Du hast auf jeden Fall einen sehr guten Fokus gewählt. Ich hätte aber, glaube ich, trotzdem noch die Rahmenhandlung mit reingenommen. Auch weil die mich sehr überrascht hat. Insofern, ich würde nur ergänzen, der scheinbare Nachfolger des Baron Münchhausen erzählt im angefangenen 20. Jahrhundert von den eben erwähnten Situationen, in die sich sein Vorfahr in eben St. Petersburg, Konstantinopel, Venedig und auf dem Mond gestürzt hat. Ja. So, jetzt hatte ich mir hier auf meinem Zettel aufgeschrieben, Münchhausen, Figur bekannt, was gelesen. Was ich also vorhin schon mal beim Drehbuch so knapp erwähnt hatte. Also ich habe auch so diesen Wikipedia-Eintrag mit hier die Auflistung seiner Abenteuer. Auch geil, so, aha, nein, ja, nein, kenne ich nicht. Also wenn ich Münchhausen höre, denke ich vor allen Dingen einmal die Kanonenkugel, auf der er geflogen ist, und das Pferd, mit dem er sich am eigenen Schopfe aus dem Treibsand, glaube ich, zieht. Das sind so die zwei Sachen, die mir gefühlt am bekanntesten waren. Und bei den meisten anderen Sachen habe ich so gedacht, aha, nee, kenne ich alles so gefühlt nicht. Oder vielleicht mal irgend so eine Variation gehört, ja. Du hast es ja, glaube ich, schon so halb gesagt, oder willst du auch noch dich nochmal äußern dazu? Ich hätte tatsächlich nur den Ritt auf der Kanonenkugel irgendwie vage gekannt, aber wahrscheinlich auch tatsächlich hauptsächlich, weil es diese Plakate gibt oder diese Bilder von dem Film. Also ich weiß nicht, es war keine, wie gesagt, in meiner Kindheit war das nichts, was
sich irgendwie fortgesetzt hätte. Da gab es andere Erzählungen, da waren es eher die Märchen der Brüder Grimm, die mir vorgelesen wurden. Ja, also, ne, also Lügenbaron ist auf jeden Fall auch so ein Begriff, ja, den ich da noch mit verbinde. Ich habe auch ganz kurz überlegt, so dieses, ach ja, der Film heißt ja tatsächlich einfach nur schlicht Münchhausen. Mhm. Dann auch irgendwie noch kurz hier Baron von Münchhausen oder eben Lügenbaron oder sonst was, aber nee, ist wirklich zack, Münchhausen. Und dann sind es eher hier, du hast schon erwähnt hier, Terry Gilliam, ich glaube, The Adventures oder die Abenteuer von Münchhausen und sowas. Ja, und also ich wüsste nicht, dass ich da mal was gelesen habe. Also wenn das mir das mal jemand vorgelesen, aber keine Ahnung. Und damit verbunden eben die Geschichte oder die eigene Geschichte mit dem Film. Es gibt bei Hitler's Hollywood einen ganz kurzen Schnipsel. Ich habe jetzt zumindest nochmal so durchgeskippt. Und einmal kurz tauchte er so als Randnotiz auf. Und sonst, ja, ich irgendwann, glaube ich, mal davon gehört, einfach so in dieser Beschäftigung mit NS-Film, dann auch wahrscheinlich mit dieser Thematik, dass es ein Farbfilm ist und Trickfilm, aber ja, jetzt auch zum ersten Mal überhaupt gesehen. Und dir, du hast es, glaube ich, schon angedeutet, ging es ähnlich? Genau, wie gesagt, ich habe zwar den Film hier auf DVD, weil ich noch so eine alte Box habe, ich glaube mit 10 Klassikern aus dem Bestand der Monau-Stiftung. Da sind auch so Sachen wie Amphitryon zum Beispiel dabei. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kannte nur, weil ich eben zu der UFA so mal ein bisschen was nachvollziehen musste und dann auch zur Geschichte der Monau-Stiftung. Ich war gerade da, als die ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat. Da hatte ich da gerade das Praktikum gemacht und da gehört Münchhausen gehört einfach zu den wichtigen Filmen in dem Bestand, eben auch gerade wegen, also zum einen, weil er sehr bekannt war, auch immer im Nachgang, und weil es einer der frühen Farbfilme ist. Ich glaube, der dritte überhaupt erst in abendfüllender Länge. Ja, wie gesagt, hier in diesem Beiheft zu der Ausstellung, also Frauen sind doch das beste Diplomaten, dann die Goldene Stadt, wie gesagt, harter Stoff, das Bad auf, und dann 43 eben das Bad auf der Tenne Münchhausen im See. Zeitlich. Hier genannt. Ja, also das dazu und genau, nun hat diese Blu-ray, diese Ausgabe, die neueste, 3 Fassungen an Bord. Einmal die sogenannte Premierenfassung, die geht knapp über 130 Minuten, galt lange als verschollen, bis dann, ich glaube 2016, die Russen angerufen haben, der Gosfilmofong. Und gesagt hat, hier, wir haben hier übrigens noch so eine Kopie rumliegen und diese 35mm Rolle, die war mit, hatte ich Millimeterzahlen hier noch notiert? Nee, aber das steht im Heftchen auch drin und so. 3500, also glaube ich, knapp, ja. Genau, und die, ja genau, also die war verhältnismäßig keine 100 Meter kürzer als die Angaben zum originalen Negativ, also kann man die als möglicherweise ungekürzt betrachten, abzüglich vielleicht mancher Aktwechsel und so an solchen Stellen oder vielleicht auch mal ein paar Schnipsel fehlen. Möglicherweise wurde vielleicht doch noch irgendwas Kleineres rausgeschnitten, das nicht so wirklich, oder wir wissen es nicht, es sei denn, du hast jetzt plötzlich noch erschütternde Informationen. Nee, aber genau, es ist auch tatsächlich nicht unüblich, das ist selbst heute noch so, Premierenfassungen werden häufig nochmal nachbearbeitet. Genau, denn also genau, die wurde zum März, wie gesagt, ich glaube 3. März, ne, war die Uraufführung in Berlin und im Juni, ich glaube es war Juni, gab es eine erneute Prüfung durch die Filmfreigabe. Und da ist dann die sogenannte Verleihfassung mit rund 116 Minuten, also fast eine Viertelstunde weniger Film. Und dazu heißt es dann hier bei Frau Wilkening im Text, so wie auch in der Tafel, bevor der Film startet, wo habe ich es? Ich habe es irgendwo hingeschrieben hier auf meinem Zettel. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Kürzung auf zensorische Maßnahmen zurückzuführen sind. So und oder so ähnlich war der Text. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Kürzung auf zensorische Maßnahmen zurückzuführen sind. Oh. Genau. Ja, möchtest du was dazu sagen? Ja, ich hatte dann auch, ich glaube, da steht ja auch noch ergänzend sogar, dass ich meine eine Szene irgendwie am Hof von Braunschweig oder sowas. Genau, das Theater, diese Theaterszene. Genau, dass die nicht
übernommen wurde quasi. Und ich glaube, diese erste Geschichte, die der Nachfahre von, also die Hans Albers in der Rahmenhandlung erzählt, mit dem Pferd, das spricht oder gesprochen hat, das war wohl auch nicht in der Verleihfassung dann mehr. Also im Endeffekt war es eher ein, man macht einen langen Film für das Publikum schnittiger. So ein bisschen so moderner vielleicht. Ja. Genau, das ist das, was hier auch, glaube ich, vermutet wird. Ich bin ja der Meinung, und das werde ich aber später dann drauf zugekommen, also ich habe schon den Eindruck, dass vielleicht der ein oder andere Dialog, der nicht mehr in der Verleihfassung ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da vielleicht einen politischen Hintergrund sich mindestens konstruieren kann, um hier so mal ein bisschen Abteilung Verschwörungstheorie, nee, nicht Verschwörungstheorie, aber er hat gemeint, also ich kann mir schon vorstellen, dass da jemand gesagt hat, na, also dieser Satz, das ist aber, das geht so nicht, das nehmen wir mal raus, gesagt haben könnte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, die werden ja wahrscheinlich, hast du vielleicht eher mal einen Einblick, ihr könnt ja, oder bei der Monau-Stiftung, dass die ja natürlich auch in die Zensurkarten gucken oder so und da vielleicht irgendwelche Anmerkungen tatsächlich sind, ne, warum irgendwas gekürzt wird oder was bedenklich ist oder sowas. Da gibt es ganz verschiedene Quellen. Ich hatte auf jeden Fall mal Zensurkarten in der Hand, aber jetzt nicht zu dem Film. Ich weiß jetzt auch nicht mehr zu was, aber klar, vielleicht müsste man das noch so, oder weiß nicht, ob das schon mal erwähnt wurde, aber Zensur heißt erstmal noch nicht unbedingt, dass es hier wirklich um das politische, inhaltliche Zensieren geht, sondern es ist letztlich die Freigabe, die erteilt wird, aber eben die Zensur bestimmt trotzdem die Schnitte, daher. Und weil es so eine Art Bewertungsstelle dann letztlich auch noch war, heißt es einfach damals so. Und die Zensurkarten waren im Grunde, ich glaube, jeder Schnitt, also das wirklich sehr, also zum Teil, wenn es gut erhalten ist, hat man eine sehr gute, kann man anhand der Zensurkarten sehr gut Szenen rekonstruieren, weil da eben auch Längenangaben unter anderem dabei sind. Es wird ziemlich genau festgehalten, was wie passiert. Und nicht selten hat ja auch Goebbels selbst, gerade bei wichtigen Filmen, und da wird Münchhausen dazugehören, hat er sich die vorher angeschaut. Und Goebbels war ja ein Tagebuchschreiber. Ja. Also zum einen, also seine Tagebücher, ich kenne nur Ausschnitte, aber die geben manchmal wirklich ganz erstaunliche Einsichten in Filmschnitt und in die auch in Dreharbeiten von Filmen, weil er sich bei einigen Produktionen sehr stark reingehängt hat. Und genau, durch sowas oder tatsächlich auch durch handbeschriebene Sachen oder abgetippt, da gibt es durchaus schon mal Hinweise, aber bei dem weiß ich es jetzt nicht. Ja, also mir geht es vorhin dann nach, also du hast gerade schon zwei relativ große Sequenzen erwähnt hier, die Szene am Theater von Braunschweig, sowie ganz zu Beginn quasi in der Öffnungsszene die Erzählung rund um ein sprechendes Pferd oder ein Pferd, das sprechen kann, aber nicht sprechen will. Und es gibt dann später, in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, bei meinem Lieblingscharakter, Cagliostro, bei dem fehlen dann immer mal so ein paar Dialoge, wo ich so dachte, aber dazu später mehr. Genau, du hast die, oder warte mal, vielleicht hast du, genau, und da gibt es noch die sogenannte Exportfassung. Nach meinem Verständnis, kannst du mich gerne korrigieren oder ergänzen, ist das so, dass man halt, die Filme durchaus, gerade auch weil es Farbfilm war und irgendwie noch nicht so viel geeignetes Material war, was das Thema Umkopieren und sowas anging, dass man gesagt hat, man filmt halt auch 10 gleich mit 2 oder vielleicht sogar 3 Kameras, dass man quasi nicht nur ein Originalnegativ hat, sondern vielleicht sogar ein zweites, mindestens ein zweites, vielleicht sogar noch anteilig ein drittes. Und dass man daraus dann eben aus diesem zweiten Originalnegativ gleich eine Exportfassung herstellen kann, eben für die besetzten Gebiete, die eben nicht quasi Deutsches Reich an sich sind. Und genau, diese Exportfassung hat wohl in relativ gutem Zustand lange Zeit in der DDR geschlummert, beim staatlichen Filmarchiv. Es gibt ja Fernseharchiv und Filmarchiv, aber naja, auf jeden Fall in der DDR. Und das ist auch die Fassung, die tatsächlich so die geilsten Farben hat oder wo die noch am stärksten mit durchfeuern. Genau, die sich aber anscheinend eben, oder die sich jetzt nicht von Szenen an sich großartig unterscheidet von der Verleihfassung, also sind ungefähr gleich lang, sondern da ist wirklich eben eher, dass man Alternativmaterial hat, also dass die gleiche Szene eben, wie gesagt, dass wenn da manchmal zwei Kameras gedreht wurde, dass man dann so einen anderen Winkel hat oder ähnliches. Ja, oder hast du da noch irgendwas zu ergänzen, weißt du mehr?
Nee, genau so habe ich das auch verstanden. Wir hatten ja, du hast es erwähnt, eine der Folgen, die wir mal gemeinsam aufgenommen haben, war ja zu dem Dracula. Das ist ja der große Dracula-Film von 1931 der Universal Studios. Und in der Stummfilmzeit wurden halt dann auch gerne mal die Filme mehrfach gedreht, aber eben nicht gleichzeitig, sondern quasi einmal tagsüber, einmal nachts. War ja eben eh Atelier, also im Studio mit künstlicher Beleuchtung. Und hier hat man aber eben, weil es genau Exportfassung klingt ja eigentlich so, als würde man jetzt den Film vielleicht nach Amerika schicken oder sowas. Aber du hast schon richtig gesagt, es ging nur um die besetzten Gebiete. Und ja, man hatte ja, wir hatten es jetzt erwähnt, das ist der dritte oder vielleicht eben auch der vierte Film überhaupt, der auf Aquacolor gedreht wurde. Das ist also noch ein relativ neues, schon erprobtes, aber eben doch neues Trägermaterial und auf photochemisches Verfahren. Und eine der großen Schwächen von Aquacolor ist ja auch, dass die Haltbarkeit jetzt nicht ist nicht so gut, sagen wir mal. Und das haben sie anscheinend schon gewusst, und weil man nicht Unmengen an Kopien machen kann, und das Originalnegativ immer die beste Ausgangsfassung ist, um weitere Kopien zu ziehen, aber das macht man im Grunde nur ein paar Mal und hat dann, wie heißt das dann, so ein genau, also man macht, Interpositiv und so ein genau. Quatsch da, ne? Und genau, Und die Sicherungskopie zieht man sich meistens genau, und wieder. dann wird halt immer davon, werden dann die neuen Kopien gezogen, und das ist ja heute alles nicht mehr so. Das ist eine Wahnsinnsindustrie, die da weggefallen ist. Vielleicht noch Genau. bei Christopher Nolan. Vielleicht nur bei Christopher Nolan, aber der dreht ja auch nicht auf Aquacolor. Ich wollte nur mal gerade fragen, Ja. hast du schon, du hast es wahrscheinlich in dem Booklet gesehen, aber hattest du mal einen Aquacolor-Film in der Hand, zufällig? Ich glaube nicht. Also viel, ich habe dann nur mal ganz kurz überlegt, wie war das eigentlich so? Also ich bin ja ganz kurz vorm Ende der DDR aus dem Bauch meiner Mutti gepurzelt. Ob ich sozusagen in der Kindheit noch was wir so da für Farbfilme hatten dann, aber das war ja nicht mehr. Also sowieso kein Film, also kein Kamerafilm, sondern hier Fotofilm, wenn überhaupt. Aber so würde ich jetzt sagen, Aquacolor nicht, nee. Okay. Ich habe einmal dann auch im Nachgang dieses Praktikums habe ich noch eine Hausarbeit geschrieben oder ein sogenanntes Selbststudium. Da habe ich mir Kolberg angeguckt. Und zwar nicht die Originalfassung, die habe ich dann zwar später auch noch gesehen, aber eine kommentierte Fassung, die in den 50er Jahren erschienen ist. Also im Grunde sowas wie eine heutige Vorführung von Vorbehaltsfilmen, nur eben schon alles im Film mit drin. Da ist eine Wochenschau, ein Dokumentarfilm und Kommentare während des Films, Okay. also mit Standbild und so und Sachen, die eingeblendet werden. Ein total interessantes Zeitdokument, ist aber total gefloppt. Und der Film war auch eben noch mit Aquacolor. Und ich habe ihn am Schneidetisch gesehen, weil Filmmaterial geschrumpft, hier und da schon ein paar Risse. Und dann durfte ich mir das da angucken. Da hat man also dann so einen kleinen Monitor quasi, auf den das projiziert wird. Und der war halt total rot. Also es waren keine Farben mehr erkennbar, weil das Tolle an Aquacolor ist erstmal vielleicht noch das ganz kurz, eigentlich eine super Erfindung gewesen damals, weil auf einem Filmstreifen konnten alle Farben dargestellt werden. Technicolor gab es in Amerika, da brauchte man drei Filmstreifen für, also im Grunde dreimal so teuer und eine große Kamera. Und das war im Grunde so das Besondere, aber die Farben bleichen halt relativ schnell, je nach Lagerung aus und unterschiedlich stark, und am Ende bleibt halt rot so am hartnäckigsten. Ja, und wenn man sowas mal gesehen hat und es sind noch ein paar Abbildungen in dem Booklet, dann ist das echt, kann man sich gar nicht vorstellen, wie sie die Farben wiederherstellen konnten für den gesamten Film. Da steht ja bei Opfergang auch noch ein sehr was Beeindruckendes bevor. Ja, ich bin auch, genau deswegen Ohne habe ich jetzt das. die Erwartungshaltungen zu hochsetzen zu wollen. Ja, ich glaube, die letzte 35 mm Kopie farbfilmmäßig, die ich gesehen hatte, war, glaube ich, und das müsste ja auch Technicolor gewesen sein, Meuterei auf der Bounty hatten wir damals in Lübeck in einem kleinen Theater geschaut. Da ist so der Betreiber ist da so, glaube ich, fanmäßig. Das hat er dann auch, glaube ich, relativ schnell nach einem Jahr oder so wieder einstellen müssen. Da hat er, glaube ich, einmal im Monat oder alle 2 Monate mal gemacht. Der war eben auch richtig schön rotstichig. Ein paar Mal kamen noch Farben durch, also war eine deutsche 35 mm Kopie. Und ja, war halt ein Erlebnis, ne? War jetzt nicht die beste Qualität, aber trotzdem hast du es mal im Kino oder in einem nicht Kino gesehen, aber eben mal so auf eine Leinwand gedingst. Ja,
Welche Fassung hattest du gesehen? Ich habe jetzt tatsächlich, also aufmerksam geschaut, habe ich die Premierenfassung. Ja. Dann habe ich mir so, ja, so halb nebenbei beide anderen Fassungen auch noch dann jetzt die letzten beiden Tage noch gegeben, die Verleihfassung, so geschaut, so halbwegs mit diesem Blick, aha, wie ist jetzt so das Tempo vielleicht des Films. Und jetzt heute vorhin so vor der Aufnahme die Exportfassung noch so ein bisschen laufen lassen und dann tatsächlich beeindruckt gewesen, so von wegen, ja, obwohl ich die anderen beiden Fassungen gesehen habe, habe ich jetzt auch gerade das Gefühl, hier sind die Farben nochmal deutlich stärker oder weniger verblasst. Bei der Primärfassung war das jetzt nicht so, dass ich bei dem Ball, ich habe schon die unterschiedlichen Farben gesehen, aber hier ist das jetzt wirklich kräftig und fällt einem nochmal doppelt ins Auge so. Ja, das, ja, aus dem Grund wollte ich eigentlich auch noch in die Verleihfassung reinschauen, habe es jetzt aber zeitlich nicht mehr geschafft. Aber das werde ich dann irgendwann nochmal nachholen, weil ich glaube, da konnte man deutlich mehr retten, sage ich mal. Oder da konnte man mehr Arbeit noch reinstecken. Ja, also du hast ja auch schon erwähnt hier, dass das anscheinend bei Frau Wilkening so ist, dass man sagt, wir gehen jetzt nicht zu sehr rein, was diese Rekonstruktion der physischen Schäden angeht. Also bei der Exportfassung gibt es auch immer mal so richtig schöne Kratzer oder wo du merkst, okay, hier war das Material, da ist ein ordentlicher Knick drin gewesen. Dann wahrscheinlich so einer hat sich nochmal dazu geklebt, hier ist der Aktwechsel und solche Sachen. Also die sind schon ordentlich abgeschrammelt. Was jetzt so die Bildqualität angeht, gefühlt so zwischen Premieren und Verleihfassung, die sind, finde ich, so ähnlich, okay, was so auch die Farben angeht. Abgenutzt sind die alle. Ich glaube, der Ton ist bei der Verleihfassung mit am besten, ja, behaupte ich so. Aber ich ist auch sehr gut möglich, dass ich jetzt schon wieder alles so ein bisschen durcheinander würfel, weil quasi nicht dreimal gesehen und dann hatte ich die Szene und war die nicht gerade noch ein bisschen anders geschnitten und sowas. Ja, also ich würde, auch wenn hier eben geschrieben wird, so die Verleihfassung tendiert mehr so zu, wir straffen die Handlung ein bisschen, machen es ein bisschen flotter, würde ich grundsätzlich erstmal die Premierenfassung empfehlen zu schauen. Die anderen beiden sind durchaus auch einen Blick wert. Wie gesagt, die Exportfassung gerade nochmal wegen der Farbgeschichte. Aber das ist dann eben auch ja das Special Interest des Special Interests, sich eben, ich will nicht nur einmal sagen, gleich eben dann allen Fassungen da so mal zu geben, ja. Genau. Den Vergleich Premierenfassung, Verleihfassung gibt es auch sehr ausführlich auf der eher auf andere Genres spezialisierten Seite schnittberichte.com, aber den werde ich dann auch in den Shownotes verlinken, da kann man das mal so nachlesen, hat sich jemand ordentlich Mühe gegeben. Ich weiß schon, wie das ist, wenn man überhaupt so zwei Fassungen eines Films vergleicht, wie viel Arbeit das schon machen kann, das dann immer noch mit Bildern zu unterlegen und oder eben noch zu Texten und diese Zeitunterschiede festzuhalten, das ist schon, da kann man schon ein paar Tage mit verbringen und gerade bei so einem fast 2-Stunden-Film, ja. Ja. Hast du sowas mal gemacht, so einen Fassungsvergleich bei irgendeinem Film? Ich habe nur mal so kurz über die Schultern geschaut, weil das ist ja tatsächlich bei der Arbeit an solchen Rekonstruktionen und Restaurierungen gang und gäbe, dass man die verschiedenen Fassungen schaut. Und es gibt ja auch gerade für analoges Material so spezielle Schneidetische tatsächlich, also wo man sich das Material quasi reinspannt und man hat dann auch zwei Monitore. Genau, hat man die zwei Fassungen nebeneinander und dann wird dann tatsächlich auch haargenau gestoppt und dann wird dort eben in der Meterangabe, weil bei analogen Filmen wird ja in Metern gemessen und nicht in Zeit. Genau, da wird sehr genau verglichen und es ist, das ist schon eine sehr penible Arbeit. Ich glaube, da wäre ich zu ungeduldig für. Also ich habe es bei meiner Bachelorarbeit damals eben, also der eine oder andere hat ja vielleicht schon mal davon gehört, dass ich Manhunter, Roter Drache, Blutmond für einen sehr guten Film halte und da habe ich mal so die, das ist ja quasi relativ einfach, DVDs so zu vergleichen, im Vergleich jetzt sage ich mal, hier, ne, sagst du, hast so ein Schneidetisch, analoges Material und so, das zu vergleichen und wenn du dann hier, wie bei Münchhausen, vielleicht sogar noch gleiche Szene, aber andere verwendete Takes und Einstellungen hast, als wenn du sozusagen einen Film hast, wo einfach in Anführungszeichen nur mal hier wird eine Szene rausgenommen, da ist eine Szene mehr drin, was verhältnismäßig einfach noch zu dokumentieren ist, glaube ich, mit der Arbeit gemacht. Also da steckt dann auch eben ziemlich viel Arbeit drin. Ja, so, nun haben wir es ja eigentlich immer schon mal so, sind auch schon mal zum Film gekommen. Ich habe jetzt hier so meine Liste diversen Punkte, über die ich mit dir sprechen möchte und habe den ersten hier überschrieben mit Rahmen. Also
da bin ich vielleicht auch so, das ist eine der wenigen Sachen, die aus meinem Germanistikstudium so ein bisschen hängen geblieben ist. Ich meine, es war irgendwie Juri Lothmann, der Name dahinter. So das Thema, wie sind eben Geschichten gerahmt? Also sowohl kann man das theoretisch machen mit dem physischen Rahmen, also hast du jetzt hier ein Hardcover-Buch, so eine Sonderausgabe, oder dann eben innerhalb der Erzählung, also zum Beispiel erzählt eine Geschichte und dann tauchen wir in dieser Geschichte in die nächste Ebene hinab und so weiter. Gutes Beispiel ist vielleicht so bei Filmen auch Grand Budapest Hotel, wo man sozusagen hat, wir haben den Film Grand Budapest Hotel. In dem Film Grand Budapest Hotel gibt es die eine Ebene, wo das eine Mädel ein Buch findet, glaube ich, das Buch aufschlägt. Damit tauchen wir die nächste Ebene ein und passend dazu verändert sich dann auch noch das Bildformat, sodass diese Ebenen also auch noch auf der Ebene voneinander getrennt sind und solche Sachen. Ja, jetzt weiß ich aber gar nicht, ob ich das so genau machen wollte. Auf jeden Fall habe ich mir aufgeschrieben, Porträt des Barons zu Beginn. Also das allererste, was wir sehen, ist ein Porträt von Münchhausen, der uns sogar zuzwinkert. Ja. Wir kriegen also gleich ein Durchbrechen der vierten Wand, ehe dann die Titel eingeblendet werden. Und dieses Durchbrechen der vierten Wand haben wir später auch nochmal mit dem Kanonenkugelritt. Und weil ich ja sage, Rahmen, so ein Porträt hat natürlich selber einen Rahmen, aber vor allen Dingen ist auch der Schluss des Films dann wieder dieses Porträt. Das heißt, wir beginnen eben mit dieser Zeichnung des Baron, wie er uns über die weite Strecken des Films begegnet, relativ jung. Und auch zum Schluss, nachdem wir ihn schon, Achtung, Riesenspoiler, er ist dann gealtert, jetzt wieder jung ist. Und da bewegt er sich ja dann auch nochmal, denn er pustet die Kerzen aus, auch das so ein bisschen ein Rahmen. Denn in der Anfangssequenz haben wir einen Moment, wo gesagt wird, mach doch mal bitte das Licht an. Und hier zum Schluss wird das Licht dann eben ausgepustet. Ja. Und wir haben, also genau, das Bild bewegt sich oder fängt an sich zu bewegen. Dieses Augenzwinkern scheint mir nur ein rein, weiß ich gar nicht, Kameratrick zu sein, während dann das Auspusten zum Schluss, da ist ja dann eine Überblendung oder eingefügt eben der echte Hans Albers, der sich sozusagen nach vorne beugt und nicht das Porträt selbst sich sozusagen bewegt. Und wir haben in der Mitte des Films, überhaupt zumindest, dass die Mitte ist, ist auch nochmal bei Cagliostro in seinem Arbeitszimmer ein Porträt, was anfängt sich zu bewegen auf Schnippen mit dem Finger. Das war also nicht zuerst bei Harry Potter oder so, sondern schon die NS-Filmer wussten schon, wie das geht mit dieser Zauberei. Ja, ja, möchtest du dazu irgendwie dich äußern? Ja, ja, also ich hätte jetzt erst gedacht, als du meintest, so Rahmen, ja, in deiner Inhaltsangabe hast du ja der Rahmenhandlung keinen Satz gewürdigt und das vielleicht für dich gar nicht so besonders war. Genau, ist ein sehr schöner Moment und jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, auch mit dem Licht an und Kerze aus, also man merkt einfach daran schon, dass das ein Drehbuch ist, denn das können wir vielleicht noch sagen, obwohl ja Erich Kästner Berufsverbot hatte und so weiter und so fort und sich so seine Sachen auf jeden Fall versucht hat zu leisten, so wie das wohl nachvollzogen werden konnte, ist das Drehbuch nicht groß gekürzt worden für den Film. Also es wurde nicht viel umgeschrieben. Also ist da schon viel Erich Kästner noch mit drin, zumindest mal auf der Textebene. Und man merkt einfach sehr schnell, das ist ein, oder zumindest nachdem man den Film geguckt hat, es ist ein sehr konstruiertes Werk. Meine ich aber jetzt nicht, also das kann man ja auch negativ meinen, aber in dem Fall einfach, es ist ein sehr wohldurchdachtes und mit vielen Anspielungen auch versehenes Werk und einfach, dass da nicht viel dem Zufall überlassen wurde. Und ich finde, das wird da schon relativ schnell klar und dieses Zwinkern, das setzt irgendwie auch gleich schon den Ton. Also zum einen, man erkennt Hans Albers als gezeichnete Figur, eben als so ein Ölgemälde schon mal. Und es hat ja sowas Neckisches und ich glaube, das gehört auch einfach so zu seiner Aura. Das heißt, das ist irgendwie gleich schon mal mit drin und eben auch dieses Fantastische. Also dieses, dass man sich da schon mal drauf einstellen kann, man wird hier einiges zu sehen bekommen, was man nicht so einfach sieht. Also genau das, was eigentlich das Versprechen ist von der Filmwerbung,
dass es hier um die Abenteuer, um die fantastischen Ereignisse, Geschichten von Münchhausen geht, dass dieses Versprechen wird hier gleich bestätigt nochmal, finde ich. Ja, ist auch eine Sache, die ich nehme an, du auch, dich, man kann wir uns ja gar nicht hineinversetzen. Das ist also, ne, wirklich der, wenn das jetzt der, sagen wir mal, dritte oder vierte Aquacolor-Film ist und man vielleicht, weiß ich nicht, irgendein Kurzfilm vielleicht da noch so als Testfilm mal gelaufen ist oder so, aber das ist eine völlig neue Erfahrung für das Publikum. Die haben bisher nur schwarz-weiß im Kino, also A, haben sie Filme sowieso eigentlich nur im Kino gesehen und dann auch noch nur in schwarz-weiß und jetzt kommt dieses Ding. Doch hier vielleicht, ne, man beginnt einen Film mit einem quasi Standbild, einem Porträt, einer Zeichnung, die dann anfängt sich zu bewegen. Also auch hier vielleicht nochmal so ein Spiel mit den Formen der Kunst. Also ihr kennt ja schon, Bilder kann man malen, aber wir haben Film und jetzt ist der auch noch in Farbe. Also ne, das ist ja was ich jetzt so nicht mehr nachvollziehen kann, weil ich bin aufgewachsen, da waren Filme halt in Farbe. So, wo ist die Sache? Ne? So, aber wenn du damals das eben nicht hast, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann mit der ersten 3D-Film-Erfahrung oder so. Ja. Ja, aber wahrscheinlich einigermaßen schon. Also zumindest fand ich Avatar damals total beeindruckend, aber ich kann mir das jetzt nicht mehr so ganz wieder ins Gedächtnis rufen, warum eigentlich. Aber ja, das muss schon Novum gewesen sein. Und vielleicht auch einfach so von wegen, ne, Gemälde. So ein bisschen hat's, also Filmplakate waren ja auch in dieser Art gezeichnet und gemalt. Und dass man dann den großen Star so sieht, wie man ihn auf den Plakaten vielleicht gesehen hat, aber dann bewegt es sich. Das ist schon, das kommt vielleicht tatsächlich nochmal so dazu. Hier, das, was ihr sonst auch schon mal in Farben gesehen habt, denn jetzt ist es in Bewegung. Jetzt ist der Film genauso weit. Ja, also finde ich auf jeden Fall schon einen sehr, sehr interessanten Einstieg. Und nur hatte ich das eigentlich mit dem Rahmen und der Erzählung so erzählt. Das habe ich hier nämlich nochmal als zweiten Punkt, habe ich hier Erzählung stehen. Und das ist jetzt mal eine Premiere hier bei Wiederaufführung, oder eine ziemliche Premiere bei Wiederaufführung. Ich mache jetzt mal hier einen ganz kurzen Einspieler zum Thema Erzählung. Es spricht einiges gegen die Wahrscheinlichkeit des Erzählten. Das müssen wir uns nämlich auch bewusst machen. Ne? Es geht ja um den Lügenbaron. Und genau, dieses Thema, wie erzählt eigentlich der Film seine Geschichte? Also der Film erzählt uns eine Geschichte und in dieser vom Film erzählten Geschichte ist ja eine der ersten Geschichten, die erzählt wird, ist eben von Hans Albers, der in der Premierenfassung zumindest eben da sitzt bei diesem Fest, bei dem Geburtstagsfeier seiner Frau zu Beginn und erzählt eben von diesem Pferd, was sprechen kann, aber nicht sprechen will und das nicht nur Arabisch spricht, sondern anscheinend auch Deutsch spricht. Und ich finde, das ist so eine langsame Hinführung. Ne? Also wir haben ja, der Rest des Films wird eigentlich auch daraus bestehen, dass Hans Albers anderen Menschen Geschichte erzählt, mit dem Unterschied, dass wir hier bei dieser ersten Erzählung das nur nicht gezeigt bekommen. Wir beobachten, wie dieser Gesellschaft erzählt wird, während wir dann nachher im Hauptteil ja die Erzählung dann auch gezeigt bekommen. Also, dass das so stufenweise aufgebaut wird, weswegen ich es eigentlich schade finde, dass diese Szene dann in der Verleihfassung fehlt, auch wenn ich grob nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, hier können wir ein bisschen straffen. Aber ich finde, im Aufbau dieser Geschichte, in der Hinführung zu vielleicht auch dem, also wir wissen eigentlich alles, ist der Lügenbaron, das ist jetzt nicht echt, aber ne, Suspension of Disbelief oder sonst was, wir beginnen so mit kleinen Aspekten und kleinen Momenten und streuen das so ein und dann kann jeder Zuschauer für sich überlegen, wo steigt er aus, wie weit geht er mit? Wie geht es dir da vielleicht damit oder hast du da so drüber nachgedacht? Ich finde gerade den Anfang, das ist schon total stark, weil es beginnt ja bei diesem Fest und das ist alle in diesen Rokoko-Gewändern gekleidet, alle schön, wie halt eine Feier im 18. Jahrhundert aussieht und ich wusste so nicht viel über den Film und tatsächlich ist mir das erst im Nachhinein aufgefallen, es gibt dann eine Szene, wo ein Lichtschalter betätigt wird und elektrisches Licht angeht, ja. Das habe ich irgendwie noch gar nicht so richtig als Anachronismus wahrgenommen und irgendwann sind die in Autos. Da fährt die eine genau. Autos weg und da hat so ein, da saß ich da wie vom Pferd und habe gedacht, hä, was passiert denn hier gerade? Bin ich zeitlich irgendwie total falsch? Wann soll das eigentlich spielen?
Und dann, also das hier schon, und ich denke mal, das ist auch hauptsächlich Kästners Idee, zwei Dinge. Zum einen, es wird hier schon mit diesem Lügenbaron-Thema gespielt, nämlich es gibt diesen Schein und es gibt das Sein darunter. Also die Menschen tun es auf diesem Kostümparty so, als wären sie im 18. Jahrhundert. Wichtige Zeit für das Dritte Reich. Und aber das ist gar nicht so. Sie tun nur so. Sie spielen so, als ob, aber sie glauben, also sie benehmen sich auch, wie man sich halt benehmen würde zu diesem, zumindest wie man sich das in den 10er, 20er Jahren vorgestellt hat, wie man sich benommen hat im ausgehenden 18. Jahrhundert. Und dass man damit schon mal bricht, ist ja auch schon mal so ein Zeichen hier von wegen, zum einen ist es so ein Aufdecken und es ist aber auch ein Spiel mit dem Zuschauer und der Zuschauerin. Das fand ich schon mal sehr schön als Idee. Und gleichzeitig ist es aber eben auch so eine, auch da ein Augenzwinkern vielleicht von Erich Kästner, was ich ihm wirklich zugute halten würde, weil das ein Aspekt ist, der immer mal wieder angedeutet wird, auch in den Dialogen, nämlich dieses Zurücksehnen, dieses romantische Denken in die Vergangenheit und deswegen das 18. Jahrhundert, ich glaube, das ist auch die Zeit von Kaiser Friedrich, also Friedrich der Große, dem sehr, sehr viele Filme gewidmet waren, auch in der NS-Zeit, weil im Grunde mit ihm so das Führerprinzip von Hitler auch untermauert wird. Und dass sich also die Menschen der filmischen Gegenwart und auch der damaligen ungefähren Gegenwart in eine Zeit zurückversetzen und sich daran erfreuen, in der genau das festgelegt wird eigentlich, worauf sich das Dritte Reich kulturell fußt, aber das dann so gebrochen wird durch eben die offensichtlichen, offenkundigen Unterschiede, die es jetzt gibt. Also, dass es nicht mehr so ist wie damals oder dass es vielleicht niemals so war wie damals, das finde ich ist so ein Unterton, der ja dann eben später immer bekräftigt wird. Und deswegen mag ich diese Rahmenhandlung schon so. Ja, ich finde das auch total faszinierend, ne? Also wie dann plötzlich, also nee, genau, erst habe ich gedacht so, ah ja, wir haben mal wieder eine Tanzszene und ich habe jetzt hier gerade die letzten Folgen, wann eben Tanz auf dem Vulkan spielt, 1830, Frankreich, Amphitryon spielt in der griechischen Antike und dazwischen war noch, jetzt habe ich ihn direkt wieder vergessen, wenn der Kongress tanzt, der eben Wiener Kongress behandelt, also 1814 war das, ne? Ja, behaupte ich. Und habe auch gedacht, okay, sind wir also hier auch wieder genau in der Zeit und genau, ja, mich erwischt er dann eben auch so, volle Breitseite, zack, mach mal doch bitte Licht an, hier ist der Lichtschalter, was? Und wieso stehen hier Autos vor der Tür? Was ist denn jetzt los? Hat also auch bei mir geklappt. Ich finde es auch interessant, dass sowohl das Porträt und, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, die Kleidung, die Albers Münchhausen da in dieser ersten Szene auch trägt, dass das die gleiche ist und ist das dann auch das ist, was wir dann vor allen Dingen in der Russland-Episode, was er da trägt, wenn er da ankommt, meine ich, ne? Dieses Schwarz mit Gelb, behaupte ich jetzt mal. Mhm. Also dass auch das verknüpft ist auf bildlicher Ebene, also Porträt, erster Auftritt in der Gegenwart, die uns als Vergangenheit verkauft wird und so weiter. Ja, und wie war denn das für dich mit diesem Diener? Wir haben da Blackfacing. Ah ja. Und aber auch da finde ich, ist so dieses, weil du es ja auch, ne, dieses mehr Schein statt Sein, dass er ihm da so ins Gesicht fasst hier, wie war der Satz, haben sie schon mal einen völlig erwachsenen Mann gesehen und der sagt dann glaube ich auch nee und dann fasst er ihm noch so an die Wange und zieht ihm das so ab, also dass auch voll darauf hingewiesen wird, dass es auf jeden Fall eben nur so getan ist, als wäre er eben People of Color. Das ist tatsächlich etwas, das hatte ich schon wieder jetzt ausgeblendet, aber das ist ja noch vor diesem eigentlich ist das ja der erste Hinweis darauf, dass es sich hier um eine Kostümparty handelt. Mein erster Gedanke war, boah, Blackfacing jetzt auch noch in dem Film. Da habe ich mich gewundert, warum eigentlich? Und es passt aber natürlich zu diesem Kostüm. Ding. Also die Diener im 18. Jahrhundert waren eben auch häufig dann die Schwarzafrikaner. Wobei, waren die da wirklich schon in Deutschland auch?
Das wird ja wahrscheinlich eher. Ich meine, ich hatte mal irgendwann 90. was gelesen, dass im Ersten Weltkrieg auch schon afrikanische Truppen mit in Europa gekämpft haben. Also jetzt nicht mal unbedingt auf deutscher Seite, aber so ganz allgemein. Also ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber. Also auf jeden Fall wird hier schon auch mit diesem Unterschied natürlich gespielt, dass der Bedienstete eben kein Arier ist, um das mal in der NS-Ideologie zu verwurzeln. Und danach kommt ja direkt die Szene mit dem Lichtschalter. Im Grunde werden also die Hinweise darauf, dass hier irgendwas nicht ganz stimmt oder dass wir einer falschen Annahme glauben, schenken, das verdichtet sich immer mehr. Also insofern kann ich das irgendwie dann entschuldigen dafür und kann einen Sinn dahinter verstehen, warum jetzt dieser Diener da auftritt. Also ne, das macht es natürlich grundsätzlich nicht besser, aber ich finde diese Einbindung, es gibt vorher eben diesen Dialog mit dem, ja, haben Sie schon mal einen völlig erwachsenen Mann gesehen? Nein, wäre auch langweilig so ungefähr. Und dann fässt er ihm da so ins Gesicht und streicht es weg, ohne dass das noch weiter in einem Dialog oder so kommentiert wird. Ja, das war eben dieser Moment des, irgendwas möchte mir der Film mitteilen. Was ist da los ungefähr? Aber das ist ja vielleicht auch sowas, ne? Diese Identität oder ungeklärte Identität. Er zieht sich ja dann in sein Miniaturenkabinett zurück, um Billard zu spielen. Und eine erste Dreiecksgeschichten-Sache wird angedeutet. Ich weiß gar nicht, ob es der erste ist, weil ja, ich überlege, wann sozusagen das Geburtstagskind, also die Baronin Münchhausen, angesprochen wird hier von wegen, na, wollen Sie nicht auch mal? Und das ist auch so ein geiler Satz von ihr hier, eine ihrer ersten Zeilen. So alte Geburtstagskinder sind vom Turnen dispensiert oder so, sagt sie doch, ne? Auch so, okay, ja, so hätte ich auch geantwortet in dem Moment. Genau, also eine Dreiecksgeschichte wird angedeutet, dass also der Baron eine Frau hat und trotzdem aber andere Frauen anschaut und er kriegt dann auch direkt von dem Verehrer, dem er dann auch seine Geschichten erzählt, diese ganzen Sachen zugeschrieben hier. Ein Tänzer, ein bezaubernder Mann ist sein tatsächliches Wort. Die Tänzerin himmelt ihn auch an. Also wir kriegen ihn durch Dritte teilweise beschrieben, ohne dass er sich selbst beschreibt. Und dann bei dieser Billardszene wird dann sogar noch die Bibel mit herangezogen, hier von wegen, sie sehen aus wie Eva mit dem Apfel. Also sozusagen die mit der roten Billardkugel, wird hier die Erbsünde gleich thematisiert. Münchhausen ganz so hoch stilisiert hier mit seinen ganzen Frauengeschichten, denn wir haben dann eben auch dieses, wie gesagt, hier Miniaturenkabinett wird es, glaube ich, genannt, so wo andere ihre Jagdtrophäen haben an der Wand, hängen da eben 50, die, 60, die 70. Frauen, mit denen er mindestens wahrscheinlich einen Techtelmechtel hatte, aber sehr wahrscheinlich auch Sex, denn wir erfahren auch später noch von seinen ganzen Nachfahren. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass dann dieses eine Bild, da kommt dann eben wieder dieser, ich weiß gar nicht mehr, Hartenberg oder wie er genau heißt, und sagt dann, ja, hier diese Frau, das ist die XY, die habe ich damals im Louvre gesehen, da war aber zum Glück unter dem Bild noch ein Name. Also dieses Gesichter gezeigt bekommen, und dann wird erst nach und nach enthüllt, wer die sind und durch andere eben. Also nicht, dass sie selber sich äußern, wer sie sind, sondern dass andere es ihnen sagen. Bei der Baronin könnte es auch hinkommen, ne? Dass der Diener sie anspricht und sagt, Frau Baronin. Ja, also auch das irgendwie so ein Mittel, dass nicht jeder hereinkommt. Klar, der Film hat uns eigentlich gezeigt, gleich mit dem Titel hier, das Porträt und dann wird Münchhausen eingeblendet. Deswegen können wir davon ausgehen, dass er das ist. Aber auch das sagt er ja nicht selbst. Ne? Also das andere erstmal sozusagen uns vermitteln, wer ist das überhaupt? Und auch das ist ja quasi letztlich ein großer Punkt der Geschichte, denn Münchhausen erzählt ja auch seinen Zuhörern und uns, den Zuschauern, eben über diese Figur mit dem Kniff, dass sie das dann selber ist. Genau, großer Spoiler. Ja, es ist noch nicht. Ich finde Josef von Barkey, ich habe jetzt nur den einen Film gesehen, aber er macht ein paar Sachen sehr gut. Aber ich finde, er ist kein guter Regisseur. Ich finde, dass er sich sehr stark auf das Drehbuch verlassen muss und das meistens die starken Szenen herausholt und dann auch mal noch die Trickeffekte. Aber zum Beispiel jetzt dieses die Figuren charakterisieren, das macht er dann doch viel zu häufig über den Dialog. Ich finde, also was du gerade gesagt hast, dass mit den Bildern,
quasi die Trophäen. Es wird dann halt einfach wieder ein bisschen zu viel ausgesprochen, aber das war, glaube ich, auch einfach in der Zeit noch eher so, dass man lieber etwas deutlich machen wollte. Also es war auch ganz häufig gewollt. Es sollte natürlich nicht zu deutlich sein, auch in der Propaganda nicht, aber es sollte doch wenig Raum für Spekulationen lassen oder Interpretationen. Und natürlich charakterisiert das die Figur Münchhausen, von der wir am Anfang noch nicht wissen, dass das eben Hans Albers auch in der Gegenwart ist, charakterisiert es schon als ein Lebemann, um es mal positiv zu verpacken. Ich finde übrigens da, Wikipedia ist ja sowieso immer relativ streitbar, aber bei manchen Filmbeschreibungen finde ich es auch immer wieder sehr bewundernswert, wer sich das ausgedacht hat, weil hier wird tatsächlich geschrieben, dass diese junge Dame den Baron, also den Nachfahren Münchhausens bedränge. Was ja komplett umgekehrt ist. Also ja, sie zeigt schon Interesse erstmal, aber es ist ja durchaus Münchhausen, der auf sie zugeht und der sie anflirtet. Ja, es ist also beim Tanz finde ich auf jeden Fall, da gehen so von beiden die Signale aus, dann läuft sie ja einmal weg und er geht hinterher. Nee, er geht, wie rum war das? Sie geht weg und er geht dann erstmal Billard spielen. Ja, wieso? Auch so geil. Sie tanzt erstmal noch mit ihrem Mann, Quatsch. Nee, genau, er geht ins Billardzimmer, da tanzt sie erstmal mit ihrem Mann. Und beide denken aber nur an Münchhausen aus unterschiedlichen Gründen. Und dann ist es schon so, dass sie da so ein bisschen bei der Billardszene sagt sie auch, ach, ich habe gewonnen, nachdem er da den Stoß macht. Mhm. Haha, den Stoß. Und dann sagt sie, ja, worum ging es denn? Ja, um mich und um sie. Also dann kommt immer, es wird auch häufig aufgegriffen, dieser zweite geflüsterte Satz, der dann eben knallhart auf dieses Sexuelle geht. Also ja. Ich denke jetzt gerade an die eine Russland-Szene. Wie lange sind sie schon in meinem Dienst? 163 Tage. Und 163 Nächte. Also macht Hans Albers natürlich ein bisschen besser als ich, aber um mal so das grobe Schema zu dingsen. Genau, also dass sie da schon so ein bisschen ihre Fühler ausschickt und sie ist dann auch diejenige, die ihm, also sich sein Gesicht nimmt und ihn küsst. Also das ist schon, ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Bedrängen bezeichnen möchte, aber es ist schon, der Kuss geht in dieser Szene von ihr aus. Und das ist eine der seltenen Fälle, finde ich, wo diese körperliche Annäherung von der Frau ausgeht, anstatt von Münchhausen. Ja. Das stimmt. Also aber ich stimme dir auch. Er führt es dann allerdings, ich finde irgendwie das Bedrängnis kommt dann erst danach, wo er offensichtlich mehr möchte und sie dann auch wegläuft. Aus Anstand, wie man das halt als Frau gemacht hat. Also ich würde dir aber grundsätzlich zustimmen, dass manche Beschreibungen in der Wikipedia schon so sind, wo ich dann auch da sitze und plötzlich wandert meine Augenbraue, oder wenn sie es könnte, würde meine eine Augenbraue nach oben wandern. Meist, ich kann das eigentlich nur mit beiden Augenbrauen gleichzeitig. Aber ich auch denke, ja, nein. Ja. Aber genau, was diese Anfangsszene vielleicht einfach auch nochmal zeigt, ist, das haben wir vielleicht noch nicht genug gewürdigt, du hast am Anfang, du hast ja schon die Kostümbildnerin genannt, aber es mal abgesehen jetzt davon, dass das alles in Farben erstrahlt, dass das hohe Räume sind, das ist einfach grandios ausgestattet. Das ist eine verschwenderische Opulenz. Und da merkt man auch dem Film, ich weiß, ich kann jetzt nicht ausrechnen, wie viel 6,5 Millionen Reichsmark in heutigen Sphären wäre, aber Filme in diesem Maßstab, also mit so einem vergleichbaren Budget, werden heute in Deutschland nicht mehr gedreht. Das wäre unbezahlbar. Ja. Genau. Und man merkt es diesem Film wirklich in jeder Szene an, dass da wird geklotzt und nicht gekleckert. Ja. Also da fand ich auch in der Doku, in diesem Aquacolor-Mythos, stark, wo der vom Kopierwerk so erzählte. Ja, und dann haben die da eben, also einmal die Szene mit den halbnackten Frauen, die Badeszene, wo ich hatte überhaupt niemanden mehr zum Kopieren. Die waren alle bei Filmentwicklung. Und vom Dreh hier diese Szene, wenn Hans Albers, oder ich glaube, der Christian ja auch einmal das Fleisch isst und die alle da quasi, wo sich dann Bäche und Ströme bildeten, weil die alle gesabbert haben. Das konnte ich gar nicht fassen, dass es noch Fleisch gibt ungefähr. Also dieser krasse Gegensatz. Mehr Schein als Sein, ne? Mal wieder. Auch mit dem ganz konkret realen Bezug. Ja, was ich auch interessant finde, ne, wir kommen dann eben, ich weiß gar nicht, also diese Anfangsszene schließt ja dann damit, Herr Baron, Sie müssen uns diese Geschichte erzählen und morgen, ja, irgendwann mal, übermorgen, ja, irgendwann mal, und dann springen wir zu diesem irgendwann mal.
Und für mich war das überraschend, dass dieser Münchhausen auch in dem Film als literarische Figur zu existieren scheint, denn wir kriegen diesen Buchdeckel eingeblendet, die Abenteuer des Baron und Freiherr von Münchhausen. Hm. Wie war das für dich? Hast du da drüber nachgedacht oder warst du ein, naja, so ist das eben? Also für mich ist das manchmal so, ich würde beim, scheiße, das ist eigentlich ein doofes Beispiel, ich wollte sagen, beim Herr der Ringe würde ich nicht erwarten, dass das Herr der Ringe Buch gezeigt wird, aber Bilbo schreibt ja das genau, Buch. Genau, aber ja, das ist ja so, ne? Bilbo schreibt und auch Frodo schreibt am Ende die Geschichte. Genau. Es hat so ein bisschen. Harry Potter. So, bei Harry Potter würde ich nicht erwarten, dass jemand ein Buch rauszieht. Ach, guck mal hier, Harry, ich habe übrigens deine Geschichten aufgeschrieben. also, aber es ist nicht das Gleiche. Also, das, ne, der war ja eine reale Figur und es gibt diese Geschichte. Ich glaube, das ist schon hier. Also, es hat schon irgendwie einen Sinn, weil der Film macht ja auch ganz klar ein Geheimnis um Münchhausen, also um den Nachfahren Münchhausen, sage ich jetzt mal, weil ja auch dann die Baronin zu eben immer wieder diese strengen Blicke wirft und ihn auch eigentlich, ich glaube, mehrfach so sagt, das erzähl das jetzt nicht, das kannst du doch nicht machen, ja. So von wegen, weil sie weiß halt um sein Geheimnis und er natürlich auch. Und aber damit spielt der Film. Also das ist von Anfang an seine eine seiner Prämissen und ich glaube dadurch, dass es sich so in dieser Gegenwart dann irgendwie doch verhaftet, will er diesem Glauben und vielleicht auch dieser Fantastik, die es ja eigentlich dann eben auf total emporhebt von unserer Gegenwart und nochmal, ne, also die Gegenwart 1943 ist der totale Krieg ist ausgerufen, über den Städten fallen Bomben, es ist Rationierung, es gibt nicht viele Lebensmittel, die Männer sind an der Front, alle müssen arbeiten für den Krieg, mal abgesehen noch davon, dass viele, viele Menschen aus verschiedenen Gründen aus der Nachbarschaft verschwinden, in Lager kommen. Also es ist eigentlich eine richtig dunkle Zeit, in der wo so ein Film wie Münchhausen komplett unberührt von scheint und dann eben noch mehr, wenn es dann in die Vergangenheit geht und die Geschichten erzählt werden. Also es wird ein Maximum an Eskapismus hier geliefert. Und diese Erdung mit dieser Geschichte, mit dieser Buch, mit dem Buch, das es tatsächlich gibt, ich glaube, das soll den Anker irgendwie zum Publikum bringen. Also ich würde, ich weiß nicht, ob ich widerspreche, aber ich würde es minimal einschränken. Du sagst das Maximum an Eskapismus und hier mit meinem riesigen Vorwissen durch Tanz auf dem Vulkan und der Kongest tanzt, würde ich es insofern einschränken, dass dadurch, dass diese Rahmenhandlung in der, ich bin mir auch nicht sicher, ob das die Gegenwart ist oder eine Gegenwart von vor ein paar Jahren sozusagen, also ob das wirklich die 1940er schon sind oder vielleicht 1920er, 30er, aber dieses Auftauchen von Autos so als zwar kleine Momente, aber gerade im Gegensatz eben zu Kongest Tanz und Tanz auf dem Vulkan, die rein in dieser Vergangenheit spielen, würde ich hier sagen, ja, es ist sehr, sehr viel Eskapismus, aber im Vergleich zu diesen beiden ist eben minimal so eine Verankerung oder so ein Bezug zu der gezeigter Bezug zu der Realität. Natürlich kann man auch immer die ganzen metaphorischen Sachen und analytischen Sachen sagen, hier, das ist ja trotzdem auf die aktuelle Politik gemünzt, aber hier ist wirklich eben diese Verankerung in der Gegenwart tatsächlich vorhanden. Also ganz minimal eben dieses, ja, Eskapismus, aber nicht ausschließlich tatsächlich. Vielleicht ja auch einer der Kästner Schmuggelaspekte im Vergleich zu den anderen Filmen. Ja. Ja. Und ich finde, also Thema Erzählung und Rahmen, dass so, ich hatte es ja schon gesagt, diese Erzählung von dem Pferd, dass wir da eben noch gar nicht sehen, diese Geschichte, sondern nur hören. Und dass dann auch, wenn Münchhausen seine Erzählungen beginnt dann vor dem Pärchen, dass wir auch da eher so angefüttert werden mit eher so kleineren Momenten und noch nicht so dieses ganz große Riesending wie zum Beispiel dieser Ritt auf der Kanonenkugel. Wenn der zum Beispiel als allererste gekommen wäre, hätte ich auch gesagt, hey, das ist doch alles ausgedacht. Aber hier geht das eben los. Hatte mir aufgeschrieben, in den kleinen Führungskleinigkeiten, also das kommt dieser Sprung durch die Kutsche. Den man fast sogar verpassen kann, wenn man mal kurz einen Moment noch irgendwie sich die Bilder anguckt, wie er da nach Hause zurückkehrt. Ne?
Auch das glaube ich so ein Punkt, ne? In dieser Rahmenhandlung, bei der Geburtstagsfeier zu Beginn, wird auch einmal gesagt, schön, dass sie wieder da sind, oder ist es nicht schön, dass sie wieder da sind, glaube ich. Und auch die Erzählung selbst beginnt damit, dass er von irgendeinem seiner Abenteuer zurückkehrt, ne? Also so eine Doppelung. Genau, ja. Genau, diese Kleinigkeit, also der Sprung durch die Kutsche, dann ist dieses Bartwuchsmittel, wo ich auch sagen würde, ja, es ist schon irgendwie quatschig, aber. Na, wer weiß, so irgendwas gibt es ja vielleicht, wo das so vielleicht nicht gleich mit diesen so extrem ist, aber dass der Bart ein bisschen schneller wächst. Dann kommt dieser, der Hund, der den Rock, der tollwütige Hund, der den Rock zerfetzt und damit dann auch die, in Anführungszeichen, anderen Kleidungsstücke tollwütig werden lässt. Was ich auch wieder so, hat mich erinnert hier an dieses Skeleton in the Closet, Leichen im Keller haben. Also vielleicht auch das, ne, dass hinter all diesen Abenteuern vielleicht auch düstere Abgründe oder diese Geheimnisse irgendwo stecken eben, die man eigentlich im Schrank versteckt. Dann kommt diese Flinte. Genau, und das, also da sich das so langsam erst steigert, bevor wir zu den ganz großen Räuberpistolen dann kommen. Ja, es ist aber, glaube ich, auch die Prämisse, mit der ich würde jetzt mal so sagen, wenn wir von der Rahmenhandlung sprechen, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn Hans Albers erzählt. Mhm. Ansonsten ist es der Münchhausen, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser noch auseinanderhalten, obwohl, ja, im Endeffekt sind es ja die gleichen. Aber Hans Albers sagt ja auch, man kennt die großen Geschichten. Ich glaube, deswegen zeigt er dann ja auch das Buch, ne? So, Der Satz ist doch, jeder weiß von ihm, aber keiner kennt ihn. Warum, ja, ne? Genau. Dieses. Und deswegen ist es auch irgendwie so logisch, ne, dass es mit diesen kleinen Sachen anfängt, denn eben auch nicht in medias res in seinem Abenteuer, sondern er kommt gerade zurück. Ist ja eigentlich erstmal total enttäuschend, oder? Wenn man so denkt, oh, jetzt werden uns aber die tollen Geschichten erzählt und jetzt kommt erstmal der Alltag, der ihn immer wieder wegtreibt. Also ich meine, es hält ihn da nicht lange und es wird einfach sehr viel etabliert. Eben, hier wird noch einmal darauf angespielt, über seine ganzen Bekanntschaften, die er so macht auf seinen Reisen. Und sein treuer Begleiter, der Kuchenreuter. Kuchenreuter, genau, Christoph, ne? Oder Christian. Christian. Christian Kuchenreuter, der seine treue ergebende Frau hat und mittlerweile, glaube ich, 4 Kinder. Und ja. Das 4. Kind kannte er noch gar nicht. Und die ist ja schon 1 oder 2 Jahre alt. Ja. Also ist auch so ein kleiner, also verbindend wie gegensätzlich, ne? Beide, sowohl Münchhausen als auch der Christian, haben viele Kinder. Christians Kinder sehen wir, denn er hat sie mit seiner Frau. Münchhausen sagt zu seinem Vater, ach, weißt du hast schon so viele Enkel, ist nur halt doof, dass keiner Münchhausen heißt, ne? Weil er eben überall, wo er über die Wiese läuft, seinen Samen reinpflanzt. Genau. Und darüber wird einfach auch schon, also es wird ganz schnell klar gemacht, wie so der Lebensstil von denen ist und wie unterschiedlich die beiden doch sind eigentlich, also Kuchenreuter und Münchhausen, wobei Münchhausen im weiteren Verlauf sehr viel mehr im Mittelpunkt stehen wird und ja, Kuchenreuter ist irgendwie, muss man da nochmal drauf eingehen, auch vielleicht, wie überhaupt diese Figuren gezeichnet sind, also ob sie jetzt was Positives oder Negatives sind oder. Da wird der Film dann auch ein bisschen diffiziler, finde ich. Aber im Grunde wird auch hier eigentlich ganz ähnlich wie vorher, Leute reden über den Albers, über die Baronin und so. Und so ein bisschen ist es hier jetzt eben auch, die reden über das Vergangene, was sie gerade erlebt haben, aber wir sehen es noch nicht. Und dann kommt es aber immer mehr so dazu. Du hast ja eben schon ein paar auch der Effektszenen genannt. Und diese etwas übernatürlicheren oder eben einfach fantastischen Elemente, wie auch zum Beispiel dieses Gewehr. Ein tolles Kunst deutscher Waffenschmiede. Scharfschütze über Milliarden von Meilen hier. Genau. Der Spatz auf dem Münsterdom von Kiel aus abgeschossen, oder wie es war. Ne? Ja, genau. Aber eine wahnsinnig gute Chekhovs-Gun. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wird auch mehrmals ja verwendet. Genau. Ja. So, dann, was heißt dann, also auch so diese Einführung mit den Frauengeschichten in der Münchhausen-Erzählung. Das erste ist ja die Luisa, heißt sie, glaube ich, ne? Die Schauspielerin, die er noch so relativ brüsk zurückweist.
hier mach mal zu, nicht, dass du dich erkältest, hier das Dekolleté. Und dann, also es ist ja auch krass, dass gerade er derjenige ist, der dann sagt, ein eiskaltes Luder, wo andere ein Herz haben, hat sie ein Dekolleté. So geil ich den Spruch an sich finde, ne? So stark ist natürlich auch, wenn man bedenkt, ja, Typ, du bist derjenige, der hier jeder Frau anscheinend mindestens eine Nacht verbringt und das toll findet, weil das Abenteuer ist, aber wenn eine Frau anscheinend hier sowas andeutet oder machen will, dann ist das negativ. Oder siehst du das anders? Nee, gerade das, auch da, vielleicht ist der Film in einigen Punkten dann auch nicht ganz so stark, aber das ist halt schon auch wahnsinnig chauvinistisch, ne? Also es ist schon dieses patriarchale, dieser patriarchale Blick, auch eben die Frau von Kuchenreuther, ne? Ich habe es eben so gesagt, die Treuergebene, die ist zu Hause, die ist bei ihrer Familie, sie wartet auf ihren Mann, der immer mal wieder zurückkommt, wie halt eine gute deutsche Gattin auf ihren Mann, der an die Front muss, wartet. Ne? So ein bisschen, der Mann hat die Pflicht zu erledigen und die Frau hat ihre Pflicht zu erledigen. Gibt es später nochmal mit der Frau auf dem Mond, deren Körper den Haushalt macht, aber ihr Kopf kann halt so ein bisschen rum. Aber der Körper, damit dem nichts passiert oder damit der nichts Dummes macht, ja? Weil die Frau hat ja auch, die Gelüste der Frau sind ja schrecklich und müssen unterbunden werden, ist vorsichtshalber mal eingeschlossen, damit da ja nichts passiert. Also es sind schon, diese Strukturen sind klar erkennbar. Ja, ist auch, kurz nachdem er hier das eiskalte Luder, wie er sie nicht weggeschickt hat sozusagen, kommt dann eben bei seinem Vater an zu Hause und greift erstmal der anderen da. Ja, nimmst du mal den neuen, deine Hand aus dem Gesicht? Natürlich. Und greift ihn auch an Hintern da, ne? Also auch da überhaupt keine Scham oder sonst was. Und das, was er sozusagen gerade noch kritisiert hat, macht er hier nun, er ist übergriffig in der Szene sofort. Was natürlich, was aber eben relativ positiv dargestellt, weil sie ja auch lacht und ihr das anscheinend auch gefallen scheint. Ne? Also wäre dann auch wieder zu hinterfragen an der Stelle. Ja, ich meine, das ist der Star, das ist Hans Albers. Es gibt ja auch so einen relativ monologähnlichen Moment, wenn Albers so seine Geschichte anfängt hier, ne, mit dem kopernikanischen Menschen. Hier, wir wissen das, aber wir fühlen es nicht und so. Und dann ist nur wer das immer fühlt, ist wahrhaftig ein Mensch. Also so ein Satz, der finde ich auch so ein bisschen lenken soll oder steuert im Sinne von setzen wir doch mal lieber das Gefühl, die Emotion über die Vernunft, das Wissen, die Wissenschaft, Ratio, also lieber fühlen als immer nur zu denken und zu wissen im Sinne von Christopher Nolans Tenet hier, versuchen Sie nicht zuerst zu verstehen, Sie müssen es fühlen, ist ja dieser Kernsatz, den jeder, der Tenet bespricht, einmal sagt. aber ich finde, das ist auch, also finde ich ein sehr, sehr ähnlich. Dass man so ein bisschen hingesteuert wird von, es kommen eben die Lügengeschichten, aber du sollst es auch fühlen. Es geht jetzt nicht darum, dass du denkst, na, kann man überhaupt in der Kanonenkugel reiten, sondern ja, vielleicht gab es das ja wirklich oder so. Wie geht es dir damit? Ja, das ist das, was du anfangs mal erwähnt hattest mit dem Suspension of Disbelief. Das ist ja genau das, nämlich dass man sich einlässt auf eine Geschichte, auch also was jeder macht, der einen Film anmacht, einen Spielfilm, er lässt sich auf diesen Suspension of Disbelief ein, also ich nehme das, was ich sehe, als gegeben hin. Und auch wenn vielleicht nicht alles logisch ist, ist das okay. Im Grunde ist jeder Schnitt ja schon ein Zeichen dafür, zumindest im heutigen Sinne, wenn eine Figur aus dem Bild geht und dann wird ein Schnitt gemacht und sie ist auf einmal wo ganz anders und die Zeit ist vergangen. Und wenn einen das schon stören würde, dann würden Filme, so wie sie heute erzählt werden, ja nicht funktionieren. Und insofern, ich bin mir da, das ist wieder so ein Ding, wo ich mir wie generell bei der Figur Münchhausen nicht ganz sicher bin, wie man sie zu deuten hat. Weil ich würde jetzt erstmal sagen, so auf der einen Seite dieses sehr Emotionale ist eigentlich etwas, was für die Nationalsozialisten eher nicht so gewollt ist. Außer es ist die emotionale Verbundenheit zum Vaterland und zum Führer. Aber das verkörpert Münchhausen ja dann auch nicht. Und vielleicht setzt so ein bisschen auch später noch dieser Satz auf, den er gegenüber dem
Cagliostro sagt, weil der möchte ja so ein Kuhland, der möchte ja ein Land, irgendwo habe ich es gelesen oder habe ich es gehört, das ist Polen gemeint, so von wegen. Mhm. Er möchte ein Land unterjochen, aber er braucht eben den Mann, der davor steht, das wäre eben dann der Münchhausen als charismatischen Anführer, den bräuchte er und er möchte halt herrschen und Münchhausen hat daran aber überhaupt kein Interesse, er möchte nicht herrschen, er möchte leben. Das ja, warte mal ganz kurz, dann möchte ich dir kurz in die Parade fahren, denn da habe ich was rausgesucht. In einem werden wir zwei uns nie verstehen, in der Hauptsache. Sie wollen herrschen, ich will leben. Abenteuer, Krieg, fremde Länder, schöne Frauen, ich brauche das alles. Sie aber missbrauchen es. Das ist eine ganz entscheidende Szene, glaube ich, weil es ist, glaube ich, der zweite, oder ist das sogar noch der erste Auftritt von Cagliostro? Es ist die erste Begegnung, die erste genau, in dem Begegnung. Wirtshaus, wo er auf dem Weg ist Richtung Russland. Genau, wo die schwarze Katze so prominent inszeniert wird und gleich mal den, wir haben es vorhin schon mal gesagt, als wir über Marian gesprochen haben, den Jud quasi anfaucht, das ist der Feind, aber auch der Das ist, glaube ich, etwas, was von Kästner noch sehr stark übrig ist. Also Münchhausen ist derjenige, der gegen die kriegerischen Handlungen ist und der ganz klar den anderen, den Cagliostro, als Bösewicht auch kritisiert und ihm in die maßregelt. Aber letztlich ist ja genau Cagliostro eigentlich der Nazi. Weil er ist, ne? Und aber er wird ja als, er wird ja durchaus alleine die Wahl, dass man ihn mit Ferdinand und Marian besetzt, heißt schon, das ist halt der Bösewicht. Ja. Und er hat, glaube ich, auch wieder Locken, ne? Das ist ja auch so ein, das von dem ja auch so zugeschrieben. Also gerade bei Jud Süß ist ja die schwarze Haare Locken. Das hat er hier, glaube ich, auch wieder, was ja auch so mal so diese äußere Erscheinung gleich wieder so wirken lässt. Ja, genau. Und er hat ja auch noch diesen, irgendwie so diesen Mystizismus, er hat ja offensichtlich auch irgendwie eine Art von magischen Kräften um sich. Also etwas, was komplett wider dem der nationalsozialistischen Ideologie steht. Was auch wiederum komisch ist, weil ja auch gerade Hitler viel von diesem Mystizismus zugesprochen wird. Also diese ganzen Geschichten so, die Indiana Jones erlebt, das fußt ja schon irgendwo auf ein paar Tatsachen, dass da offensichtlich so ein Glaube schon war an übernatürliche Gegenstände und sowas. Egal, das ist ein Exkurs, den wir nicht eingehen müssen. Aber letztlich ist das eine sehr, sehr politische Szene. Und vollkommen ideologiekritisch. Da wäre jetzt schon spannend, ob das nicht vielleicht auch in der Verleihfassung anders wäre, aber wahrscheinlich das genau nicht. Nee, genau, also der Teil ist noch mit drin. Aha. Mit diesem, also, ne, ich hatte gerade hier diesen Ausschnitt vorgespielt, sie wollen herrschen und du hattest gerade gesagt, dass du der Meinung bist, Albers ist oder Münchhausen ist gegen den Krieg. Habe ich das richtig? Vielleicht auch nicht ganz. Genau, ich würde eher es einschränken im Sinne von, er ist gegen. Das vielleicht die Frage, warum führe ich diesen Krieg oder warum kämpfen wir, wofür vielleicht, ne? In diesem Sinne, dass er dann sagt, ich will erobern, Macht, herrschen und Münchhausen eher so, ja, er will seine Abenteuer erleben und dann duelliert man sich eben und wir sehen ja später oder ein Duell sehen wir so halb und ein Duell sehen wir eben mit dem Degen dann später. Also das für ihn es nicht um ein Eroberungs, in diesem Sinne dann vielleicht auch ein Angriffskrieg geht, sondern eher eben nicht, dass es jetzt wirklich besser wäre, aber so ein Duell, ein Kräftemessen, wo ich dann eher sagen würde, dann mach das lieber sportlich als eben mit tödlichen Waffen, aber da kommt dann wieder der pazifistische Jahrzehnte später geborene Max durch. Genau, aber ich habe eben mit diesem Cagliostro, das finde ich eben auch so, ich finde, der ist, ne, was wir eben sagen, so vom in der Realität verankerten, das Image von Ferdinand Marian, sein Aussehen ist so auf hier, das ist der böse Jude, das ist also hier auch wieder die böse Figur und der ist so mit Magie verbunden und der will herrschen und dann kommt diese, das ist ja kein Close-Up, das ist ja schon ein Close-In dann, wenn er dann sagt, Polen. Und dann glänzen die Augen auch noch so, sind total so angeleuchtet, ne? Also wo du wirklich denkst, ja, das muss ja jetzt doch Hitler sein oder was, so. Also dieser völlige Gegensatz eigentlich, so dieses äußerlich und Image spielend mit dem Feind der NS-Ideologie, aber gleichzeitig auch wirken kann oder wirkt wie eben der Führer und den auch als böse verkörpert und nicht als eben der
ja, den man anhimmelt und dem man bedingungslos folgt, so. Da frage ich mich jetzt schon, also wir können den Film ja auch nicht losgelöst von und aus unserer Perspektive schauen und unseres Wissens. Das wäre tatsächlich mal spannend, wie das so zeitgenössisch wahrgenommen wurde, weil dass man halt Hitler da reinliest, ob das wirklich in der bei den knapp 19 Millionen Kinozuschauern, die der Film wohl hatte, ob das bei einigen da angekommen ist oder ob es halt wirklich war, ach, da schon wieder, ne, diese parasitären Juden, die uns unterwandern wollen, die uns unterjochen möchten, aber einfach nur, weil sie gierig sind. Mhm. Und dagegen haben wir den durchaus strahlenden arischen Mann, ja. Hans Albers, der verkörpert ja schon auch dieses Idealbild ziemlich gut, der sich davon nicht begeistern lässt, der sich davon nicht verführen lässt. Und es wird aber dann ja erst so richtig kompliziert in den späteren, es gibt gar nicht so viele Auftritte von dem Cagliostro, ich glaube insgesamt die zwei, ne? Ja. Genau. Ich will noch ganz kurz, weil wenn du jetzt zu dem zweiten kommst, bevor du hinkommst, ganz kurz, das ist mal eine, finde ich sehr, also für mich, ich fand die Kameraeinstellung da mal sehr gelungen, wo dann Cagliostro so sagt, ja, wenn ich jetzt, also ich mein Kopf ist in ganz Europa auf so vielen Steckbriefen, da traut sich keiner, den auf eine Münze zu packen, aber ihr Profil würde da hinpassen. Und die Kamera ist genau so, dass Hans Albers eben gerade im Profil zu sehen ist. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein Glücksgriff war oder so, aber ich finde, das unterstreicht so das Bild, passt sehr gut zu dem, was gerade gesagt wurde, eben mit diesem das Profil auf der Münze und er ist da eben gerade so, oh ja. So, das wollte ich noch kurz einschieben. Genau, es gibt aber dann später noch eine zweite Szene, das ist dann, glaube ich, auch in St. Petersburg. Dann schon. Genau, ne? Das ist so die Ende dieser Szene. Ja, bevor er dann, glaube ich, an die Front geschickt wird, genau. Ja. Also vielleicht für diejenigen, die es aus deiner Inhaltsangabe nicht so richtig mitbekommen haben, es ist eine sehr episodische Erzählung. Ja. Es sind wirklich so diese räumlichen Trennungen eigentlich, die die verschiedenen Abenteuer erzählen, also aus Braunschweig nach St. Petersburg, Konstantinopel, dann Venedig und am Ende eben der Mond. Das sind auch relativ abgeschlossene Handlungen, würde ich sagen. Ab und an geht es schon ineinander über, gerade aus Venedig, würde ich sagen, zum Mond, dann noch am stärksten. Aber davor sind es eigentlich wirklich so wie die Abenteuer, die auch andere Helden erleben würden. Und da bekommt er, also zum einen wird Cagliostro, ist ein Bedrängnis schon, er wird mal wieder gesucht, aber er gibt ja letztlich dem Albers zwei ganz wichtige Dinge, die er auch später nochmal verwendet, nämlich ich glaube, es ist ein Ring, genau, der ihn unsichtbar macht. Woher kennen wir das? Aber habe ich auch gedacht, der eine Ring, der unsichtbar macht, und dann aber. Ja, dann macht Cagliostro, scheint das in Serienproduktionen herstellen zu können, diese Unsichtbarkeitsringe, denn er macht sich selber ja auch noch unsichtbar. Bestimmt hat Cagliostro den Unsichtbarkeitsumhang. Ich glaube, er nimmt sich da auch einen Ring. Nee, ja, genau. Ich wollte noch gucken, ob wir noch andere popkulturelle Fantasy-Geschichten irgendwie mit reinkriegen. Und dann kann man ein bisschen fragen, ist es Fluch oder Segen? Es wird hier dann ja gezeigt, dass Münchhausen sich einen Wunsch erfüllen lassen kann, nämlich nicht zu altern und sterblich zu sein. Ja. Und letztlich ist das, naja, das sind ja eigentlich erstmal doch positive Dinge, die dieser Bösewicht ihm dann tut. Cagliostro wird auch nicht gefasst, er kann den Häschern entkommen. Allerdings ist er weiterhin einfach auf der Flucht und wir werden ihn nie wiedersehen. Ja. Aber es bleibt eher folgenlos. Aber das passt natürlich trotzdem wieder zu diesem Bild auch, wenn wir jetzt weiter in dieser antisemitischen Blickweise bleiben. Juden wurden ja auch dann sehr wenig dezent, auch als Ungeziefer, als Parasiten in dem Film Der ewige Jude ja in einer in der Montage mit Ratten gleichgesetzt. Und dieses Entkommen gehört da irgendwie natürlich auch zu der Erzählung dazu, sich zu verstecken vor allem. Ja, also du sagst ja, ne, sind ja eher so, aber das wirkt wie Geschenke und ich habe dann halt so überlegt, so was kriegt er? Er kriegt also in Anführungszeichen ewiges Leben. Sagen wir also, Hitler gibt ihm also das ewige Leben, er schenkt ihm in Anführungszeichen Übertragung das tausendjährige Reich. Genau, ja. Ne, die NS-Ideologie und
Und dann, da greife ich jetzt vielleicht auch schon ein bisschen auf Opfergang zurück, aber so allgemein diese Todessehnsucht, ne, dass letztlich Münchhausen sagt, so jetzt habe ich meine Abenteuer erlebt, jetzt möchte ich sterben. Und das ja auch so wieder irgendwie dieser, dass die Nazis irgendwie die, also das ist bei Hitlers Hollywood, da sagt, suchst du dann auch hier, sie verstanden schon immer, dass den Tod zu feiern, mehr zu feiern als das Leben eben. Und dass auch da eben so diese Todessehnsucht nochmal kommt. Und bei Kuchenreuther ist das ja auch nochmal sehr ausgestellt. Genau, aber da eben so diese, dass ich auch da wieder überlegt habe, so, ne, passt diese Analogie? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so passt, aber es ist schon so, er verspricht ihm die Unsterblichkeit oder schenkt ihm die Unsterblichkeit. Und das eben zu übertragen wieder, wenn man sagt, okay, das ist so eine Hitler-Figur und ewiges Leben, tausendjähriges Reich, so da eben das aufzubauen und diese Todessehnsucht, ja. Was aber ich an der Szene, an dieser zweiten Cagliostro-Münchhausen-Szene sehr interessant finde, sind da die Dialoge. Denn da ist ein Teil, der nur in der Premierenfassung ist und auch den werden wir jetzt mal ganz kurz hören. Wir gleichen einander wie ungleiche Brüder. Ich glaubte immer, wir seien Brüder. Sie glaubten stets, wir wären ungleich. Man kann einander in fast allem gleich sein und sich gerade im Wesentlichen unterscheiden. Also Cagliostro, der eben behauptet, na, wir sind mindestens Brüder, und dass er zunächst sagt, sie sind gleiche Brüder, oder sind eher ungleiche Brüder. Und Albers oder Münchhausen, der nicht hundertprozentig, also der zwar sagt, ja, man kann sich in allem gleichen, außer in dem Wesentlichen. Das ist ja das, was er auch schon bei der ersten Begegnung sagt, hier, wir unterscheiden uns in der Hauptsache. Oder verstehen wir uns eben nicht. Aber er sagt jetzt nicht explizit, nein, nein, wir sind keine Brüder, wir sind nicht Familie. Also irgendwie scheint da theoretisch, oder scheint auch er zu erkennen, da ist irgendwas, so eine Verbindung, ne? Mag es nun sein, jetzt eben wieder übertragen auf die Gegebenheiten, die politischen, die aktuellen, so, das sind eben Deutsche sozusagen und sie haben schon ähnliche Ziele oder sie, selbst wenn sie sich nicht hundertprozentig verstehen oder der gleichen Haltung sind, haben sie doch eben sehr viel Berührungsfläche und sie eben zu einer Familie zu machen, ist ja, glaube ich, auch schon wieder so ein sehr deutliches Zeichen. Und ich finde, das ist eine Dialogzeile eben hier, dieser kleine Ausschnitt, der ist in Anführungszeichen fehlt, der, beziehungsweise er ist nicht mehr in der Verleihfassung. Und das ist was, wo ich ganz klar sagen würde, also hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass von den Prüfstellen jemand gesagt hat, das nehmen wir mal raus hier mit irgendwelche Brüderlichkeiten oder sonst wie. Ja, das stimmt. Der macht so einen Vergleich der Fassungen, das ist dann schon was Spezielles. Insofern ist da auch sehr schön. Also da muss man einfach auch nochmal loben, dass so eine Fassung, also dass diese Version, diese Edition so rausgekommen ist. Unterstreicht dann nochmal, dass ich mir irgendwann die Verleihfassung auch nochmal anschauen muss. Ja, mindestens den Schnittbericht einmal lesen kannst du. Ja, oder mindestens das, ja. Nee, also weil sonst, ne, wie gesagt, das ist ja einmal diese Erzählung zu Beginn mit dem Pferd, dann diese Theaterszene Braunschweig, die ja sozusagen im Ganzen fehlen, was glaube ich auch mehrere Minuten sind oder eine halbe Minute oder sowas. Und hier sozusagen nur ein paar Dialogzeilen. Es ist nicht mal der ganze Dialog. Also es ist dieses, sie haben mich gewarnt, das ist mehr als man mit seinem Feind macht oder so, das ist alles noch drin. Aber dann kommt diese eine Stelle, wo er das mit diesen ungleichen Brüdern sagt und das nur ausgerechnet, das fehlt. Das finde ich schon bemerkenswert, deswegen, ja, und dann geht ja in dieser Szene, dann kommt ja diese kleine musikalische Intermezzo und weiß ich auch nicht ganz, wie es dir ging, das wirkt auf mich, hat schon so einen homoerotischen Anstrich, also auch, es ging gerade um Familienschaft, Brüderlichkeit und dann sitzen sie so nebeneinander und sie spielen sich Musik und wir hatten am Anfang diese Tanzszene. Also auch hier wieder körperliche Nähe bei Musik und ich weiß gar nicht, Cagliostro steht dann glaube ich auf und sagt sowas wie, ach nur ein kleiner Scherz oder irgendwie sowas. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo ich damit dann hin will, aber das, ich finde, da ist so ein unterschwellig dafür, dass eben Münchhausen so ein totaler Draufgänger ist und alle Frauen vernascht und mit ihnen Sex hat, um das mal nicht nur immer Blümerand zu umschreiben, ergibt sich hier plötzlich auch so eine gewisse erotische Spannung oder will ich das da sehen? Wie ist dir da irgendwie was so beim Schauen aufgefallen bei diesem Moment? Ja, es gibt da so mehrere Spitzen, würde ich sagen, in dem Film. Du hast eben schon, oder das vorhin schon gesagt, in der Rahmenhandlung gibt es ja auch diesen einen
ich weiß jetzt den Namen nicht, aber der so schwärmt, der so von Münchhausen erzählt. Es hat sowas von einem jungen Verliebten, der, aber eigentlich ist es halt eher so, man würde heute sagen, so ein Fanboy, der halt seinem großen Star hinterher schmachtet. Aber es hat schon auch irgendwie dieses, ich meine, trotzdem geht es hier um ein Begehren. Mhm. Und wenn es nur eine nach einem Symbol, nach einem Ideal ist. Hier hat man auch einfach, sie kommen sich da ja auch körperlich nahe, weil sie direkt nebeneinander am Klavier stehen und ich weiß nicht, ob das damals schon so war, aber heutzutage sind ja so Klavierszenen auch dann eben häufig ein Annähern von einem Liebespaar. Gibt's nicht in Ghost so eine wahnsinnig kitschige Klavierszene? Habe ich jetzt nicht mehr genau, aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, irgendeine Szene, ja, wo sie dann Musik spielen. Aber genau, also das ist auf jeden Fall heute etwas, was auch eine ganz klare Interpretation nahelegt. Und auch, denke ich, die Beziehung zwischen, also dieses gemeinsame Reisen und dann ja auch später in den Armen von vom Münchhausen sterben seines Dieners Kuchenreuther, auch das ist ja eine sehr innige Beziehung. Also dieses ja, Homoerotische steckt da irgendwie mit drin, aber also es wird ja auch, also es ist ja sehr unterschwellig, dann würde ich sagen, über die meiste Zeit. Aber ja, also ich wüsste jetzt auch nicht genau, was damit bezweckt werden soll, außer natürlich, dass nicht heterosexuelle Beziehungen im Dritten Reich missbilligt wurden, mindestens. Also hier haben ja offensichtlich auch ein paar an dem Film mitgewirkt, die denen homosexuelle Beziehungen nachgesagt wurden oder wo es sogar verbürgt ist. Aber die quasi geschützt waren durch ihr Ansehen. Also es kann schon sein, dass das so mit reingebracht wurde, um quasi ein wenig zu rebellieren von Kästner. Ja, ich meine, bei Kuchenreuther ist es ja dann, finde ich, noch viel stärker, so dieses Propagandistische oder dieses, also auch da muss ich dann wieder an Herr der Ringe denken, wenn Boromir verstirbt, eben so dieses, ja, die völlige Opferbereitschaft für quasi den Herrn. Dieses Aufgeben, ja, und ach, meine Frau, aber es ist ja eigentlich auch, ich bin ja auch dir gefolgt und deswegen ist das ja okay so ungefähr, ne, also dieses, es ist schon richtig, dass du dich jetzt, dass wenn du hier stirbst, also der ruhmvolle Tod am Opferhügel sozusagen, auch wenn er jetzt nicht in einem Kampf stirbt, tatsächlich, sondern eher an Altersschwäche, aber so wie das inszeniert ist, ist das schon so, dafür, dass es aus dieser Zeit stammt, komme ich nicht umhin, da irgendwie so zu denken, ja, nee, das ist nicht so. Einerseits ist es okay, wenn man jemandem sagt, hier, ja, du hast jetzt dein langes Leben gehabt und wir trennen uns jetzt und irgendwie, natürlich ist das ein emotionaler Moment und ein Abschied eben, aber gerade eben mit diesem Gedanken, ja, die Soldaten, die eben für dem, denen sie folgen, jetzt versterben, das kann ich nicht ausblenden in dem Moment. Ist es auch in dem Text, oder wo habe ich das gelesen, dass der Film häufig auch so als ein sehr melancholischer Film beschrieben wird. War das hier im Booklet? Ich bin mir nicht mehr ganz. Ich glaube, das beim Filmarchiv haben sie es so ein paar Mal so erwähnt, ne, dass so Melancholie mitschwingt an manchen Stellen, aber die eben vielleicht auch eher irgendwie behauptet ist oder eben vielleicht irgendetwas anderes ja auch verdeckt auf den ersten Blick. Also, weil das finde ich, das übertönt einfach so stark, diese Mondszene am Ende, einfach auch, weil sie am Ende steht und weil sich Münchhausen am Ende ja auch für die Aufgabe der Unsterblichkeit entscheidet und diesen dann eben vielleicht doch Fluch auch aufhebt, den er auf sich selbst ja auch gebracht hat, weil es war ja schließlich sein Wunsch, stets jung zu bleiben. Und irgendwo wurde es dann eben so beschrieben, dass es diese Episoden immer wieder vom Abschied handeln. Und irgendwie ist mir das beim Gucken gar nicht so gewahr gewesen. Ich hatte eher das Gefühl, dass es doch durchaus immer eher auf der lustigen Note ist und einfach dann nur diese Mondszene, die, glaube ich, auch die einzige ist, die zumindest nicht direkt oder nicht zu den bekannten Geschichten von Münchhausen zählt. Ja. Also ich glaube, so diese Episode hat sich Kästner wirklich sehr stark eher selbst ausgedacht. Und ja, auch da
Das ist eigentlich eine sehr schöne Szene, weil es ein fantastisches Element ist. Erinnert mich irgendwie jetzt eben auch, das ist natürlich aus unserer Perspektive nur, aber an Interstellar, wo ja auch diese Planeten, wo Zeit irgendwie schneller vergeht als dann im Raumschiff, wobei ich nicht so richtig verstehe, warum das dann so stark ist, aber dieser emotionale Moment, der funktioniert schon ganz gut, auch wenn ich nicht so ganz kapiere, weil angeblich ein Vierteljahr vergeht innerhalb von 20 Minuten, aber Kuchenreuther ist um 20 Jahre gealtert. Also eine Stunde ist eine Mondstunde ist ein Erdjahr. Ah ja, genau, glaube ich, okay. Ja, also wurscht. Aber es ist auf jeden Fall sehr anrührend gemacht und sehr sentimental. Ich habe gerade nochmal die Stelle hier gefunden oder eine Stelle gefunden hier im Booklet bei Herrn Altendorf. Mhm. Zitat, der Film ist tief melancholisch, eine ununterbrochene Abfolge von Abschieden. Mhm. Der Titelheld verabschiedet sich von seinem Vater, von Katharina, von Isabella, vom Läufer, von Kuchenreuther und am Ende vom eigenen unsterblichen Dasein. Und würde dir da aber auch zustimmen, dass, also ja, es ist diese Abschiedsabfolge, das kann man so sehen. Man könnte auch mal sagen, es ist eben immer jeweils der Aufbruch ins nächste Abenteuer. Mhm. Aber das die Abschiede definitiv nicht alle melancholisch gezeigt sind. Also gerade wenn ich daran denke, an den Vater, hättest du nicht wiederkommen können, wenn ich tot bin, die ganze Aufregung und dann dieses, ja, dann muss ich jetzt hier zum Hof nach Braunschweig. Ah, was denn? Aber du bist ja auch schon 3 Stunden hier. Zieh endlich weiter. Ich will dich nicht hier haben. So dieses, da merke ich keine Melancholie in dem Moment. Nee, genau. Ja. Und auch sonst eher, ne, es ist so, manchmal ist es eine Flucht, aber es ist immer dieses, das Streben nach dem nächsten Abenteuer und nicht irgendwie der es gibt diese melancholischen Abschiede, hier gerade mit der Isabella, die ja nicht mehr befreien kann aus ihrem, ja, vielleicht auch Zölibat, aus ihrer Keuschheit dann. aber ich würde da auch nicht hundertprozentig mitgehen, dass das so tief melancholisch wäre. Es gibt Momente, ich finde dann eher gerade wenn die Rahmenerzählung ist so, wenn Albers da eben den beiden da erzählt und immer so mal gedankenversunken ein bisschen an ihn vorbeiguckt oder so und so relativ schwer seine Sätze rüberbringen möchte, da finde ich eher schwingt sowas mit, aber in den Abenteuererzählungen finde ich fast weniger. Melancholie. Ja. Achso, genau, hier haben wir natürlich noch, das hatten wir jetzt schon eigentlich gesagt, dass die Zeit ja anders vergeht oder wie Kuchenreuther dann feststellt. Entweder Ihre Uhr ist kaputt, Herr Baron, oder die Zeit selber. Die Zeit ist kaputt. Ja, die Zeit ist kaputt. Auch ein sehr zentraler Satz. Ich glaube, es wurde auch im Booklet mal mit angesprochen. Mhm. Ja, wir sind jetzt auf dem Mond. Wir haben ja also theoretisch wie praktisch eigentlich eine Übersichtsposition. Wir blicken jetzt aus großer Ferne auf die Erde und können sozusagen das Geschehen überblicken. Vielleicht ist es auch schon so weit weg, dass man das gar nicht mehr so genau wahrnimmt und eher nochmal ein noch größeres Ganzes sieht. Und damit, also ich empfinde das auch als sehr deutlichen Kommentar auf die Zeit. Und wenn man jetzt noch überlegt, das Drehbuch ist ja dann schon vor, also 41 entstanden, meines Wissens, beziehungsweise eben bis zum Drehstart wahrscheinlich größtenteils fertig gewesen. Und da war die Lage ja noch eine andere, was das Kriegsgeschehen angeht. Was jetzt aber natürlich nicht heißt, dass nicht trotzdem schon mehr als genug Menschen leiden mussten. Also für mich ein ganz klarer Kommentar auch auf die gegenwärtige politische Situation. Weißt du, ob der Satz auch in der Verleihfassung drin ist? Das ist drin, ja. Das ist drin, okay. Das ist drin. Gut, weil ich denke auch, dass auch, man hat es vielleicht eben auch noch in dem Ausschnitt so leicht schon im Hintergrund hören können, es läuft doch diese melancholische Musik, es ist sehr traurig, es ist sehr ruhig. Und das nochmal so untermalt und das ist auch eine der ganz wenigen Szenen, wo halt dann nicht mehr so rausgerissen wird. Das ist zwar auch noch da, wo er mit dieser Mondfrau so ein bisschen anbandelt und es ist dieser komische Ort, wo Kinder von Bäumen wachsen. Aber für so einen Moment wird das so außen vor gehalten und das ist ein sehr intimer Moment zwischen diesen beiden, der dann aber diesen, würde ich auch auf jeden Fall sagen, diesen politischen Kommentar beinhaltet und den, da bin ich wirklich auch erstaunt, dass der drin bleiben durfte, weil da muss man einfach sagen, das ist klug geschrieben von Kästner.
da waren sie alle schon zu sehr fasziniert zu diesem Zeitpunkt der Geschichte und haben das gar nicht mehr gemerkt. Ach, die sind ja jetzt auf dem Mond, was soll schon lang sein. Und niemand hat bisher ja. Was ich übrigens interessant finde, Kuchenreuther löst sich in Rauch auf. Mhm. Und ihr habt dann nochmal so drüber nachgedacht, wo so alles Rauch auftaucht. Also natürlich beim Rauchen, wenig überraschend. Also Hans Albers pafft öfter mal was. Dann ist es vor allem die zweite Begegnung mit Cagliostro ist so, wir haben hier sein, ja, die Höhle des Bösen hier, ja, da blubbert es aus den Reagenzgläsern, hier haben wir noch einen Totenkopf hingelegt und so. Mhm. So ein bisschen Faust. Ja. So das Versteck oder wie das Labor. Ja, stimmt. Ja. Hm. Und wenn er ihm dann eben sagt, hier, wenn du dir irgendwas wünschen könntest, und auch da taucht plötzlich so das Bild, wird, glaube ich, so ein bisschen gerahmt von Rauch auf einmal in diesem Moment, wo er ihm das sagt, oder wo er den Zauber dann wirkt auf ihn, taucht so Rauch auf. Dann haben wir natürlich die Explosion beim Kanonenkugel, so. Auch, also das da, gucken, was ich mir so aufgeschrieben hatte. Ja, ach genau, und natürlich am Schluss, wenn die Kerzen ausgepustet werden, dann formt sich der Rauch zum Ende. Einblendung. Und jetzt nicht unbedingt Rauch, aber das sind ja eher die Dämpfe von den, oder ist es auch, ist es Feuer? Da diese komische Szene in St. Petersburg auf dem Markt, wo auf jeden Fall auch so, vielleicht ist es auch Nebelschwaden oder sowas. Ach so, ja. Also da ist auch so viel im so ein bisschen Ungewissen. Ja, sind das die Schwaden der Schlachtfelder oder ist das einfach ein toller Effekt? Ja, also es war jetzt, also spielt ja dann, wie gesagt, in St. Petersburg, wo halt der Zar oder die Zarin saß und eben nicht vor Stalingrad jetzt, aber wer weiß. Ich würde jetzt mal zumindest, ich glaube nicht, dass von Baki so, weil das jetzt schon was sehr Bildliches ist, ich glaube, also ich traue es dem von Baki einfach irgendwie nicht ganz zu. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass er doch größtenteils versucht, immer dem Spitzfindigen von Kästner eher entgegenzuwirken und das regimegetreu zu minimieren. Dass er eigentlich der Regisseur gegen das Drehbuch arbeitet und die Darsteller zum Teil vielleicht sogar ein bisschen für wieder das Drehbuch, dann gegen den Regisseur. Also es mag nur meine Betrachtungsweise von heute so sein, aber ich finde, das ist schon auch ein spannendes Verhältnis von Text zu Bild und eben der Regie zu dem restlichen Konsortium mit Verfassern. Ja, wenn du jetzt gerade hier Russland angesprochen hast, haben wir auch gar nicht so groß drüber geredet. Das geht ja damit los, eben diese Marktszene. Mhm. Die so Schlaraffenlandmäßig eigentlich inszeniert ist. Ne? Also die haben da einen riesen Trog voll mit Kaviar. Wir haben Clockwork Orange lässt grüßen hier. Den Wein gibt es aus Skulpturen von Menschenfiguren, aus den Nippeln da. Also alles so im Überfluss. Alles bunt, alle fröhlich. Und ich meine auch, das ist doch Katharina, die er da befragt, ne? Die ihm dann erklärt hier, dass es da hingefangen ist. Also sie ist da quasi inkognito unterwegs, genau, also auch da ist nicht sofort die Identität klar bei dieser Figur, die wird dann später gelüftet. also da habe ich auch so gedacht, so, ja, Russland so als Sehnsuchtsort oder St. Petersburg als Sehnsuchtsort oder ist das eben, weil Katharina, das ist doch Katharina die Große, die gesagt hat hier, wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen, oder? Nee, das war die in Frankreich. Marie Antoinette, ne? Genau, ja. Aber warum war Katharina die Große? Ich glaube tatsächlich, dass, also ich bin zu wenig bewandert in russischer Geschichte, aber ich glaube einfach, dass wirklich Russland prosperierte unter ihrer Herrschaft. Das war das hohe, zumindest am Hofe, und ich meine, klar, da sind eher so die normalen Menschen zu sehen, aber ich glaube, es wird schon, ist schon irgendwie klar, dass das am Hofe ist von St. Petersburg und nicht bei den, bei den ganz unten stehenden. Aber ich finde das auch eine sehr seltsame, also auch einfach aus der ideologischen Sicht finde ich es wieder sehr komisch, wie das dargestellt wird. Wobei man schon auch sagen muss, Braunschweig und wo sie in Deutschland sind, eigentlich alles, überall wo man ist, es ist immer opulent. Es ist
es gibt zumindest immer, man hat ja doch immer in den Adelskreisen dann zu tun. Und das sind schon immer eher die besseren Verhältnisse, wenn man jetzt mal das Schlachtfeld nicht mit einbezieht. Mhm. Ja, da fällt dann dieser Gefangene, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, direkt in St. Petersburg, der fällt sofort raus, ne? Diese ungepflegten Haare, er ist hinter Gittern, wird da einmal kurz durchs Bild getragen und wirkt so völlig deplatziert da in diesem ganzen, in dieser frohen, bunten Menge, ja. Ja. Ja, ich meine, diese Überzeichnung geht dann auch weiter da am Hof, dann selbst hier mit die letzte Pastete, die gebracht wird, diese absurd riesige Krone. Wer soll das jemals ansatzweise essen können? Und dann hier das Edelstein-Dessert, wo dann so eine Schale gereicht wird und du denkst, ey, was gibt's jetzt hier, Pudding? Nee, das sind echte Edelsteine und jeder kann sich ein paar nehmen, so ungefähr. auch so, und das ist zum Beispiel so ein Moment, Thema nochmal Suspension of Disbelief, wo ich so denke, ja, ist natürlich völliger Quatsch, kannst du nicht essen, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es so dieser Luxus und dieses Verschwenderische, dass so eine ansatzweise in so einer Art, sowas könnte es geben. Also nicht, weil sich hier irgendwie der Gastgeber macht Abschiedsgeschenke, denn das ist jetzt nicht Dessert und das ist übertrieben und alles, aber ein Fünkchen Wahrheit steckt da, glaube ich, schon irgendwie so mit drin. Ja, ich meine, das zeigt natürlich, also da wird ja tatsächlich diese Katharina sehr stark auch charakterisiert. Das ist wieder irgendwas, was sehr gut funktioniert. Also auch wieder die Ausstattung, die gesamte Szenerie, das ist alles riesig. Das sind hohe Decken, ganz, ganz tolle Bauten, ein reich gedeckter Tisch, eine ewig lange Tafel, wieder, ich weiß gar nicht, 40, 50 Statisten, alle in schönster Kleidung, die man eben wohl so auch am Hofe, also das nimmt man da schon ab, dass das zu Hofe bei der Zarin getragen wird. Und dann gibt es ja auch diesen schönen Moment, dass ja Münchhausen von seiner Liebschaft noch einmal gerufen wird. Deswegen will er ja, er ist ja mit einem Befreundeten oder auf jeden Fall mit einem Adligen auch aus Braunschweig dort, der unbedingt die Zarin verführen möchte. Und aber ja, Münchhausen das Angebot ausschlägt, dort hinten mitzukommen. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Seine geheime Liebschaft ist dann ja die Zarin. Und er taucht dann auch dort auf. Und es ist ja auch das Bild vom Cover der Blu-ray, wie er so verdutzt. Und also wenn man so guckt, dann ohne Kontext, dann sieht er total erschrocken aus und mit einem großen Grauen im Gesicht. Aber eigentlich ist es ja eher nur so ein verblüfft sein. Und danach lässt er sich auf so ein Dritteljahr, immerhin lässt er sich quasi nieder mit der gleichen Frau. Aber immer im Verborgenen. Und da kommen auch wieder diese sehr guten Dialoge, wo auch schön mit dem Tonfilm einfach gespielt wird, dass die Zarin laut spricht und dann sich zur Seite neigt und ihm etwas zuflüstert oder umgekehrt. Und das sind dann immer die sexuellen Spielereien. Und auch da wieder, ne, also wenn das eben kommt, diese Szene mit den 163 Tage und 163 Nächte, also da diese Liebesbeziehung und dass das sozusagen okay ist und dann, ja, alles okay, nö. Dass der hier seine Mätresse am Hof haben darf, das geht ja gar nicht, der andere Typ. Nur ich denke, aha, du darfst hier überall rumdallern, aber wenn andere das machen, dann ist das nicht in Ordnung. Ne? Das ist auch wieder so. Also sehe da eine gewisse Parallelität in dieser Beziehungsgeschichte von, da ist jemand am Hof und der hat Spaß mit Frauen und einmal ist es okay, aber wenn andere das macht, dann ist das nicht okay. Mhm. Auch so ein Punkt, ja. Aber dann kommt es zu der einen Duellszene auch, die du schon angedeutet hattest, die man nicht sieht. Und großartige Szene. Das Kuckucksduell. Das Kuckucksduell, genau. War dir das ein Begriff vorher? Also ich kannte das nicht. Nee. Wie ist das? Ihr Mäuschen macht mal, also wenn man versteckt spielt, ne? Mäuschen macht mal Piep und dann musst du immer Piep sagen. Und genau, also hier, willst du es beschreiben, oder? Ja, also die beiden, also Münchhausen hat dafür gesorgt, dass die Mätresse von einem anderen, ist glaube ich auch ein russischer Adliger, oder? Dass die auf jeden Fall vom Hof gejagt wird und dass diesen Affront kann eben dieser nicht auf sich setzen lassen und es wird dieses Kuckucksduell ausgerufen. Sie werden mit Pistolen, also jeder eine Pistole, bewaffnet, werden in einen Raum gelassen und dieser Raum wird abgesperrt und verdunkelt. Und dann wird nach und nach geschossen
Und zwar immer, wenn jemand Kuckuck ruft, darf der eine schießen, dann wird sich bewegt und es geht eine Menge zu Bruch. Und es ist, muss man jetzt auch einfach nochmal sagen, das ist ein Film, erst der dritte Farbfilm, total opulent, alles ausgestattet. Und dann gibt es eine minutenlange Szene, die im Dunkeln spielt. Grandios. Also das ist auch wirklich ein dramaturgisch toller Kniff und das ist auch total unerwartet. Und es wird lange hingezogen und es wird auch nicht rausgeschnitten, glaube ich, oder? Erst sehr spät. Also man dann mal die letzten Momente, genau, die letzten Momente, wenn dann die Zarin kommt, sehen wir dann von draußen, wie sie kommt und der Kollege sie da an der Tür aufhalten will. Und dann bringt sie sozusagen das Licht mit rein. Beziehungsweise wenn sie dann reinkommt, ist so der eine Lichtstrahl fällt schon von draußen rein durch irgendein Einschussloch. Genau. Genau, und was eben ist, also das ist in der Dunkelheit, aber wenn eben geschossen wird, dann gibt es kurz eben dieses Aufflackern, weil die natürlich hier mit solchen Handfeuerwaffen da schießen. Und auch das finde ich wieder einen starken Effekt, weil das war ja sicherlich auch nicht so, dass sie einfach so, okay, du schießt die Pistole, sondern da wird irgendjemand irgendeinen Scheinwerfer oder was weiß ich nicht, oder eben tatsächlich so eine chemische Reaktion, dass es dazu so einer kleinen Explosion kommt, vorbereitet haben, damit es so klappt. Ja, das muss dann, also Filmmaterial war ja nicht so empfindlich damals. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das ist auf jeden Fall ein guter Effekt. Und was danach, fand ich auch schon bemerkenswert, auch Münchhausen ist verletzt und er blutet. Sieht man nicht häufig im Film dieser Zeit. Und dann auch gleich wieder dieses Doppelte, ich muss auch noch mit links schießen, so dieses, ach, eigentlich ist mein Rechter, aber ich kann auch mit links und selbst mit links mache ich, ich mache ihn mit links. Ja. Ich überlege gerade, also wir haben nachher später in Venedig die Trickaufnahme, wenn er plötzlich beide Augen nach jeweils in die andere Richtung chamäleonmäßig macht, weil ich auch beim zweiten und dritten Mal habe ich immer noch mal so mit Standbild gemacht, so, was ist denn jetzt der Trick? Ich überlege gerade, wo er das erste Mal seine Pistole oder mit zwei Pistolen unterwegs ist, aber ich komme nicht ganz drauf. Na, bin ich mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher, aber ich weiß welchen, also der Film ist ja auch voll mit Trickeffekten. Ja. Die haben wir noch gar nicht so richtig gewürdigt. Wir haben auch noch gar nicht so richtig über die. Also der Film ist ja auch tatsächlich relativ lang mit seinen. Also in der Premiere fast 2 Stunden 15 Minuten, aber kann man auch gar nicht auf alles eingehen. Aber dass wir zum Beispiel über die Kanonenszene auch noch gar nicht gesprochen haben, spricht jetzt eigentlich dafür, was wir sonst alles schon so rausholen konnten. Aber das mit dem Blut wollte ich gerade noch mal kurz ergänzen. Wir sind ja auch in einer Zeit, in der im Amerika, wenn man das jetzt mal als Vergleich nimmt, also ich glaube, davon hat man nicht mehr so viel in Deutschland zu der Zeit mitbekommen. Auch Goebbels nicht, aber Münchhausen ist ja auch als ein Film gedacht, der konkurrieren soll mit Hollywood. Der zeigen soll, wozu die Deutschen fähig sind. Und in der Zeit, wo wir jetzt hier Blut sehen, ist in Amerika der Hays Code aktiv. Wir sehen in Münchhausen entblößte Brüste von Frauen. Es sind eben viele sexuelle Anspielungen drin. Ja. Und das ist etwas, was das eigentlich, so komisch das klingen mag, in einem so rückwärts gerichteten Staat eigentlich und so konservativ und dass er in den Sachen tatsächlich ziemlich progressiv ist in der Art und Weise, was dargestellt werden darf. Also auf bildlicher Ebene. Natürlich nicht in inhaltlicher Ebene. Ja. Nee, das stimmt. Also ne, gerade diese ganzen Dialoge, das ist, also klar, gerade durch den Hays Code haben die sich ja auch drehbuchtechnisch so Dialogzeilen einfallen lassen im Hollywood-Kino, wo du auch denkst, also geile Dialoge, wie sie das umschreiben, weil sie sich das einfallen lassen müssen. Und auch hier sind die manchmal so ein bisschen um die Ecke, aber halt oft auch schon sehr deutlich. Und wie du gerade gesagt hast, also wir sehen ja auch halbnackte Frauen, auch halbnackte Männer, auch das kommt vor. Ne? Wir sehen Blut und all diese Sachen. Stimmt, ja. Das andere Duell ist ja auch ein toller Effekt mit dem Degen, wo man dann quasi, das ist ja auch eigentlich ein Durchbrechen so der vierten Wand, weil man sieht ja dann frontal auf Münchhausen, der mit dem Degen in unfassbarer Geschwindigkeit umherfuchtelt, ich kann es nicht besser beschreiben. Ja, so kaleidoskopartig fast schon. Ne? So, stimmt, man sieht den einen Degen, der dann zu 100 Degen gleichzeitig wird quasi. Das hätte Zorro nicht besser machen können. Nur genauer. Ja. Ja, also die Tricks sind also wirklich auch
Ja, krass. Also ich habe auch beim, ich habe dann festgestellt, glaube ich, zum einen lag es wahrscheinlich daran, okay, beim ersten Mal sehen guckt man vielleicht auch sowieso noch auf andere Sachen oder nicht ganz genau an die richtige Stelle. Und vielleicht liegt es auch so an den Zuständen der Kopien eben bei den einzelnen Fassungen. Also dass mir beim Schauen der Verleihfassung ich manchmal gedacht habe, hä, den Faden hier, den ich jetzt gerade sehe, den habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Also ich weiß, bei der von Isabella d'Este hier am türkischen Hof, wenn die aus dem Harem befreit wird, da habe ich bei der Premierenfassung nicht gesehen, dass die da an den 4-5 Fäden oben hing. Also da habe ich gedacht, hä, wie haben die das denn jetzt gemacht? Haben die das schon, nee, reinkopiert ist nicht so, wie die da durchgetragen gelaufen wird, das geht nicht. Aber wo haben die denn? Ich sehe hier keine Fäden. Und dann beim zweiten Mal, ach so, da sind welche, alles klar. Ja. Der beste Moment war, glaube ich, bei dieser Uhr, also am türkischen Hofe, der Sultan hat eine Uhr und es ist einfach ein Mann, der ständig so ein Pendel hin und her schwingt und jede Sekunde laut aufsagt. Und zu diesem Thema Zeit ist kaputt, der Typ sieht auch nicht so wirklich gesund aus und sagt auch, glaube ich, nee, ich gehe nach oder ich gehe vor, irgendwie so. Auf jeden Fall, der trägt auch so einen Hut und hat hinten auch so einen Zeppel dran und das schwingt auch so pendelmäßig hin und her. Und bei der Verleihfassung habe ich dann gesehen, oh, da zieht auch jemand so an dem Faden. Also da hängt so ein Faden, den habe ich auch beim ersten Mal nicht gesehen, habe ich auch gar nicht so dran gedacht, dass da überhaupt sowas sein könnte. Ja. Ja. Habe ich tatsächlich auch nicht so drauf geachtet, sondern fand, dass es gibt ganz viele Effekte, die gar nicht so augenscheinlich sind. Und andere, die zwar stark auffallen, aber wo man trotzdem denkt, wow, also für die Zeit. Also wie das mit der Frau auf dem Mond zum Beispiel gemacht wurde, deren Kopf ja auf einer Pflanze liegt. Das ist ein ganz altes Verfahren eigentlich. Das musste ich jetzt aber trotzdem nochmal so, das habe ich in der Dokumentation nochmal, wurde es genannt, also dass es das Schüftern-Verfahren ist, also mit einem halbdurchlässigen Spiegel gearbeitet wird. Habe ich mir auch nochmal angeguckt, wie das funktioniert, weil ich kannte das zwar, bekannt geworden eben durch den Kameramann Schüftern, der Metropolis gedreht hat und so die ganzen Kulissen quasi auf das Zelluloid gebracht hat. Und das fand ich schon ziemlich cool, also weil man hat das, ich habe das geguckt und habe teilweise schon gedacht, ja, wie haben die das jetzt eigentlich gemacht? Und oder es sieht einfach schon ziemlich gut aus. Und es gibt ja tatsächlich auch, oder? Nee, das war nachgedreht, nachgestellt, glaube ich, wie dieser Point-of-View-Shot, die Subjektive von Albers auf der Kanonenkugel, wie er auf den Turm zufliegt. Das fand ich schon ziemlich, also es war einfach schon cool gemacht mit ganz, ganz simplen Mitteln, aber es sieht auch aus heutiger Sicht, finde ich, noch alles okay aus. Ja, mir ist okay. Also klar, beim dritten, vierten Mal guckt man dann, das sind schon eher kleine Püppchen, die da stehen, das sind irgendwie eine Miniatur. Ja. Und das wurde ja auch in der Doku so kurz mal, was heißt kurz, wurde mal gezeigt, was sie da gebaut haben und dass sich das so dreht und die Kamera wird da oben so hingepackt und dann schiebt man das und dreht dort und also schöner Aufwand. Und also da bin ich ja auch so immer dieser Typ, der dann eher sagt, lieber eben dieses Handgemachte als eben so ein computergenerierter Effekt, weil ich bei den handgemachten Sachen eben sehe oder mir denken kann, was da alles dahinter steckt. Das hat jemand mal selbst gebaut und ich bin jemand, der ist nicht nur Linkshänder, ich habe zwei linke Hände und Sachen zusammenbauen, oh mein Gott, und was die da alles bauen und dann noch diese Konstruktion, damit die Kamera so fährt und alles, ne? Also das, da bin ich noch viel mehr bewundert. Natürlich ist es auch eine Kunst, Sachen zu rendern und modellieren und am Rechner das zu machen, also zeichnen. Auch solche Geschichten, da will ich jetzt nicht sagen, dass das keine Arbeit wäre, aber da fühle ich das irgendwie mehr. Das hat eben eine Physis einfach, solche Sachen. Ja. Deswegen finde ich auch diesen Trickschuss in Venedig dann bei dem Ballon so beeindruckend, wenn er dann plötzlich, wie gesagt, so chamäleonmäßig beides nach außen guckt. Wie gesagt, mit Schritt, da haben die anscheinend so quasi Hälfte das Bild genommen. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Maskierung oder ein Modell, was sie da genommen haben vom Kopf. Was mir aber so im Bewegtbild nicht aufgefallen ist, dass das da mal irgendwie verrutschen würde, dass man es dadurch erkennt oder so. Nee, also so einfach schon sehr patent gemacht. Und wenn man eben noch das Bonusmaterial sich anguckt und dann erfährt, dass, glaube ich, diese gesamte deutsche Trick-Crew aus eigentlich hauptsächlich 6 Leuten und einem Abteilungsleiter besteht, die für die gesamte Filmindustrie der UFA verantwortlich sind, umso erstaunlicher.
weil da eben wirklich viel gemacht wird mit Rückprojektionen, mit Kaschierungen gearbeitet wird, die Effekte einfach auch im Bild, also mit den ganzen praktischen Effekten, sag ich mal, die in Set mit eingebaut wurden, die Bauten natürlich, also der Mond und die kleinen Modelle, da steckt schon sehr viel Verschiedenes drin und ich habe auch immer das Gefühl, das meine ich auch jetzt wirklich überhaupt nicht negativ und möchte keine Errungenschaften auch bei den praktischen Effekten damit jetzt kleinreden, aber ich finde, sie altern noch nicht ganz so stark, weil sich in den Herangehensweisen bei praktischen Effekten nicht, glaube ich, so viel geändert hat. Es wurde natürlich immer weiterentwickelt, aber die Prinzipien dahinter sind häufig doch dieselben gewesen. Was jetzt bei so computergenerierten Effekten auch gern mal anders ist, weil da wird eben alleine durch eine Erhöhung von Polygonen oder Pixeln kann man etwas schärfer und detailgetreuer darstellen. Da ist jetzt der ist jetzt ein Mud-Painting zum Beispiel, was ja im Endeffekt auch eine Art Effekt ist, aus den 20er Jahren, steht jetzt dem aus den 60er Jahren ja nicht in viel nach, wenn ja. man für beides Geld in die Hand genommen hat. Zumindest. Ja. Jan, es ist tatsächlich deutlich umfangreicher schon geworden, diese Folge, als ich angenommen hätte. Ich hätte theoretisch zwar noch so 2-3 Punkte, aber die würde ich, glaube ich, noch quasi unter den Tisch fallen lassen an dieser Stelle. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt sehr gerne noch besprechen möchtest? Ach, ich merke auch, dass die Zeit sehr vorangeschritten ist und tut mir sehr leid, dass wir das jetzt da euren Zuhörerinnen hier zumuten. Och, aber wir haben schon mal ein paar lange Folgen dabei. Ist schon okay. Dann ist ja gut. Ja, dann? Nee. Ich fand es jetzt noch wichtig, dass wir einfach nochmal auf diese, auch auf die technischen Aspekte so ein wenig eingegangen sind, weil das wäre sehr schade gewesen, das unter den Tisch fallen zu lassen oder so nur so beiläufig immer mal wieder erwähnt zu haben. Deswegen, ich bin ganz gut auserzählt. Ja. Also ich habe noch zwei, so das sind auch wirklich eher kleinere Sachen. Das eine ist, die Venedig-Episode haben wir gar nicht groß irgendwie besprochen. Oder da hätte ich eigentlich noch das Thema Politik nochmal anbringen wollen, aber das würde, glaube ich, ein bisschen sehr weit führen jetzt. Und das andere ist aber, wenn dann dieser Überfall ist, wo dann die Isabella von ihrem Bruder entführt werden soll oder eben ins Kloster gebracht werden soll und der Läufer wird ja da ermordet. Mhm. Da musste ich so, also da habe ich, weil es einmal so diese Großaufnahme des Dolches, des Messers gibt, musst du total denken, ey, hier, die Geburtsstunde des Giallo. Wir sind in Venedig, es ist Nacht, jemand zückt ein Messer. Dann habe ich so erst aufgeschrieben, ja, hier behandschuht. Und dann habe ich nachgeguckt, oh, der hat gar keinen Handschuh an. Aber er ist maskiert. Wir wissen gar nicht, wer genau der Mörder ist in diesem Moment. Ist auch relativ irrelevant, weil es einfach diese Gruppe ist von dem Bruder da. Aber da habe ich so gedacht, das ist doch total das Giallo-Motiv. Und dann ist es auch noch in Venedig. Also da, das ist ja unfassbar, was hier quasi losgetreten worden ist in Deutschland. Ja, und siehst du mal, 20 Jahre später macht von Barkey einen Edgar Wallace-Film. Ja, ja. Und es gibt ja, glaube ich, auch ne, den Film Giallo a Venezia, ist doch, glaube ich, von irgendeinem Film der Originaltitel sogar. Ja, also ne, ist, der Falsche, nicht, ja. Ist jetzt nicht so ganz bierernst, aber ich fand schon so dieses, Moment mal, das sind doch so diese oberflächlichen Dinger, die bei Giallo immer genannt werden, so Nacht, irgendein unbekannter Maskierter, meistens wie gesagt noch behandschuhter Mörder, das Messer und was hatte ich denn noch so als kleines Ding, ja ich glaube das war es auch, ja reicht auch. Also ich glaube, wir haben das ja auch so ein bisschen herausarbeiten können, dass das, um das nochmal so vielleicht als Fazit zu verpacken, dass das definitiv ein unterhaltsamer Film ist, ein abenteuerlicher Film, der eben auch durchaus Schauwerte besitzt, gerade diese Trickeffekte, aber auch eben mit den Farben, dass vielleicht die Regie nicht die beste Möglichkeit war, dass das Drehbuch sehr viele Spitzen enthält, aber dass gleichzeitig eben trotzdem da manche dunkle Sache durchschimmert, die vielleicht eben bei dem ersten Blick nicht auffällt oder bei dem ungenauen Blick und so sich vielleicht auch ein bisschen unterbewusst dann einschleicht. Also dass das nicht ein
völlig problemloser Film ist, was so die Ideologie und die diversen vermittelten Werte angeht, ist. Wie ist denn so dein Abschluss nach diesen 5,5 Stunden und 3 Tagen, die wir jetzt hier aufgenommen haben? Die Zeit scheint hier anders zu vergehen auf dem Moment. Ich kann ja im Grunde eigentlich nur bei allen Punkten zustimmen. Es ist ein, auf der einen Seite, wie wir es eigentlich schon anfangs gesagt haben, es ist ein fantasievoller Film. Er fasziniert mich auch in vielen Dingen, von den technischen Angelegenheiten. Ich finde auch, die Erzählstruktur ist erstmal nicht verkehrt. Aber er ist einfach so wahnsinnig widersprüchlich, finde ich. Zum Teil in einzelnen Szenen, zum Teil aber auch im Großen und Ganzen. Ich weiß auch immer noch nicht so ganz genau, was ich jetzt mit dieser Figur Münchhausen auch als Kunstfigur so richtig anfangen soll. Da fehlen mir aber vielleicht auch einfach ein bisschen die Ansatzpunkte, weil es einfach in meiner Vita bislang keine Rolle gespielt hat, weil das für mich kein so kulturelles Gut ist, wie es vielleicht auch damals war. Aber es steckt schon einfach wahnsinnig viel drin, und dafür, dass dieser Film ja auch als quasi ein selbstgemachtes Geschenk der Ufer an die Ufer ist, merkt man das schon, dass da auch viel reingesetzt wurde. Und ich finde auch, er wirkt nicht alt wie 75 Jahre, die er jetzt bald. Nee, Quatsch, 70. Oder? Was für ein Jahr? Er wird nicht jünger, ja, was haben wir? 43, 21. 41, 21, sind wir schon 80. Ja. 80, 41, also. Ja. Wir hatten schon 100 Jahre Ufa, glaube ich, vor ein paar Jahren, deswegen muss Stimmt, er über 75 genau, sein. Ja, genau, ja. insofern ist es aus der Warte gesehen sehr schön und ein sehr ansprechender Film, aber eben einer, wo man, glaube ich, nicht so einfach abschalten kann. Also ich kann das nicht. Ich kann das aber, glaube ich, mit keinem Film aus dieser Zeit und eben aus dem Nazi-Deutschland. Einfach auch, um das nochmal so zu würdigen, die Arbeit auch der Restaurierung und dass vielleicht ein bisschen Geld dann auch bei der Friedrich-Wilhelm-Munner-Stiftung hängen bleibt. Ich würde schon auch empfehlen, auch wenn ich es jetzt nicht gemacht habe, aber du hast ja für mich das Geld dagelassen. das ist schon eine Empfehlung auch, sich diese gerne die Blu-ray auch zu holen, weil das Bildmaterial ist. Es ist Zeit, der Zeit geschuldet einfach, den vielen Jahren. Es ist nicht vergleichbar mit einem neuartigen Film und es ist auch nicht vergleichbar mit einer Restauration eines großen Studios, das viele, viele Millionen und Abermillionen US-Dollar gekostet hat, aber es ist wirklich sehr gut gemacht und alleine auch dadurch, dass es ein Farb- und Tonfilm ist, ist auch der Abstand vielleicht zum heutigen Seherlebnis nicht ganz so groß. Ja, damit schließen wir den Buchdeckel zu den Abenteuern des Freiherrn und Baron Münchhausen. wir hatten schon mal zwischendurch irgendwann in diesem kurzen Gespräch hier erwähnt, wenn ihr noch mehr hören wollt zu Münchhausen, gibt es zum Beispiel ein Filmarchiv, eine Folge. Vielleicht habt ihr die auch schon längst gehört. Wir empfehlen, ja, Jan hat es gerade sehr schön gesagt, die Blu-ray-Ausgabe, die Auseinandersetzung mit dem Film. Ja, hier wird es nächsten Monat weitergehen mit weiß ich noch nicht. Das kann ich so klar sagen. Wie gesagt, übernächsten Monaten wahrscheinlich unter den Brücken. Muss ich mal noch gucken, wie ich das mache, ob das wieder ein Single-Podcast wird oder. Und wie sieht es denn, oder was sind denn so die Pläne? Wir haben ja ein bisschen Vorlauf, mit dem wir hier aufnehmen, aus bei der Cinecouch, Jan. Ja, ganz ungewohnt. Normalerweise hätte ich dir nicht sagen können, was wir in 2 Wochen haben. Jetzt haben wir uns aber tatsächlich mal zusammengesetzt und ein bisschen geplant, unabhängig von dieser Folge, unabhängig davon, dass ich das jetzt hier verkünden kann. Also, wenn alles gut gelaufen ist, haben wir den Martial Arts, diesen wunderbaren Namen für einen Film-Motto-Monat mit den 2 Besprechungen zu Kill Bill Volume 1 und 2. Abgeschlossen oder ist jetzt gerade im Abschluss, ne, müssen beide schon veröffentlicht sein. Und wir werden uns dann als nächstes einem Western widmen, wobei tatsächlich da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, welcher es wird. Es stehen 3 ganz großartige zur Auswahl und mal gucken, vielleicht haben wir tatsächlich eine Abstimmung noch gemacht, wenn diese Folge erscheint.
Dann ist es aber wahrscheinlich schon zu spät. Also sie wird schon aufgezeichnet sein. Aber das ist dann eben passend zum Ostern oder O-Western, das andere furchtbare Wortspiel. Das ist ja, so da gut. Muss ich mal gucken, ob hier auch bei der Wiederaufführung, letztes Jahr hatten wir Annie Get Your Gun sogar was gemacht. Da muss ich mir mal noch mal was einfallen lassen. Ich glaube, ein paar Western habe sogar ich hier zu Hause. könnte man ich mal wieder zwischen. Ich hatte ja auch so ein, zwei Mal Letterboxd-Listen dazu gemacht in den vergangenen Jahren. Ja. Ja, genau, damit sind wir soweit am Ende. Ich gucke nochmal kurz hier auf meinen Abschlussparagraphen. Das sieht gut aus. Ja, Jan, vielen lieben Dank für dieses knackig kurze Gespräch. Nee, hat mich sehr gefreut, dass du Zeit hattest, dass wir auch so schön darüber sprechen konnten und wahrscheinlich eigentlich nochmal mindestens die Hälfte noch jetzt draufpacken könnten. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Die 5 Minuten auf dem Mond sind wie im Flug vergangen. Genau, das noch einmal ein großes Dankeschön, nicht nur für die Einladung oder für den Film, aber doch eigentlich besonders für die Einladung und für das Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht, mal auch wieder weiter zurückzugucken und vor allem auch in die deutsche Filmgeschichte. Und hast da ja ganz schön was losgetreten. Ich habe jetzt noch mindestens 4 Filme aus ähnlicher Zeit. Ja. Vor mir. Sehr gut, sehr gut. Da wünsche ich dir auch schon viel Spaß. Das sind auch, wie gesagt, ein paar von denen habe ich auch schon gesehen. Sind nicht die schlechtesten dabei. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt das, wenn ihr mit uns Kontakt treten wollt. Vor allem bei Twitter aktiv, Instagram geht es auch. Ihr könnt sogar E-Mails schicken oder die Folge einfach kommentieren bei wiederaufführung.de. Bla 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 bla. Ihr könnt auch CineCouch sehr gerne hören und abonnieren. Also das kann ich wirklich empfehlen. Ich habe, das muss ich sagen, ich glaube so, glaube ich, Ende letzten Jahres, also gerade euer Gespräch beispielsweise Event Horizon war das, fand ich eine sehr coole Diskussion, die war sehr schön. Und was hattet ihr, nee, nicht 7 oder hattet ihr 7 jetzt besprochen? Ja, tatsächlich auch. Dann war das, fand ich auch, war auch okay. Nee, fand ich auch gut, ja. Dankeschön. Ja, mir auch sehr. In diesem Sinne, guckt Filme, habt Spaß dabei, aber nicht nur, sondern guckt auch mal mit einem kritischen Auge drauf. Und dann bis zum nächsten Mal. Wiederaufführung. Tschüss. Tschüss.